Veranstaltung hier im Poolhaus. Future Technologies stehen auf der Agenda mit einem wunderbaren Vortragenden. Ich darf Sie heute als Präsidentin der Rheinischen Fachhochschule Köln hier begrüßen und freue mich sehr, dass so viele auch den Weg hierher gefunden haben und der ein oder andere dann auch noch online dabei ist. Wir haben heute eine besondere Veranstaltung hier für die Studierenden, ein Blick über den Tellerrand des Curriculums, das heißt einfach ja, etwas, was nicht im Standard-Lehrplan steht, sondern viel Inspiration bestimmt geben wird für das weitere Studium, für alle anderen viel Inspiration für den Arbeitsalltag. Also von daher besonders im Hinblick auf die Themen, besonders im Hinblick auf den Ort, das Poolhaus. Vielen Dank auch schon mal an das Team des Poolhaus, dass wir das heute hier in der Form machen können. Und besonders Nummer 3 aufgrund des ja, außergewöhnlichen Referenten, den wir heute hier begrüßen dürfen. Und er sagt von sich selbst, er begleitet Unternehmen auf ihrem Weg in das digitale Neuland. Das heißt, wir dürfen heute so gesehen diesen Weg ein bisschen begleiten und erfahren, was das heißt. Und darüber hinaus habe ich noch ein Zitat gefunden aus der Wirtschaftswoche vom Januar, wo es ein Interview gab. Und da lese ich einmal kurz vor. Elektrizität ist nur ein kurzlebiges Phänomen. Der Mensch wird niemals fliegen. Es gibt einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer. All das haben einst kluge Menschen geglaubt. Unsere Vorstellungskraft stößt regelmäßig an ihre Grenzen. Das heißt, wir haben heute die Chance, unsere Vorstellungskraft zu stärken, neue Perspektiven zu gewinnen. Durch die vielen Impulse, die wir gleich bestimmt erhalten werden. Wir als Hochschule sind auch in der Pflicht, unseren Studierenden neue Perspektiven zu eröffnen. Und Future Technologies ist für uns extrem wichtig, weil wir Sie als Studierende heute ausbilden für ein Leben nach dem Studium. Das heißt, Bachelor 3 Jahre, gegebenenfalls noch ein Master 5 Jahre. Das heißt, wir als Hochschulen müssen heute die Studienprogramme haben, die Sie darauf vorbereiten, was in 5, 6, 7 Jahren draußen im Arbeitsmarkt passiert. Und das ist eine große Herausforderung. Und dafür sind solche Impulse wie heute durch Future Technologies total wertvoll für uns. Also von daher an dieser Stelle schon mal vorab vielen Dank an Felix Holzapfel, dass er heute bei uns ist. Philipp Schollmeier. Philipp Schollmeier, der die Moderation übernehmen wird. Werner Bruns, der mit auf dem Podium sitzt, dem Team Poolhaus, das hatte ich schon erwähnt, und an Carsten Jezewski, der uns diesen wunderbaren Kontakt vermittelt hat. Und an dieser Stelle übergebe ich dann an Philipp Schollmeier für die Moderation. Vielen Dank, Frau Professor Bornemeier. Wir machen die Veranstaltung ja schon eine ganze Weile, immer mit dem METIS-Institut der RFH zusammen. METIS steht für das Europa-Institut für Erfahrung und Management. Das heißt, es geht immer um einen Austausch von Theorie und Praxis. Und das Format, in dem wir auch heute wieder unterwegs sind, ist der sogenannte Wissenschaftstalk. Das heißt, wir versuchen auf der einen Seite ein Stück weit zu unterhalten. Zum anderen haben wir aber natürlich auch als Bildungsinstitut den Auftrag, Inhalte rüberzubringen. Und dahingegen sind wir entsprechend unterwegs. Future Technologies ist das Thema heute. Das ist ja insbesondere seit dem letzten Jahr eigentlich mit dem Aufkommen von ChatGPT in aller Munde. Und es gibt viele Überlegungen, in welche Richtung das alles führen kann und führen wird. Es gibt aber durchaus noch einiges mehr als jetzt die KI, die da im Raum steht. Und da wird uns Felix Holzapfel heute einen Einblick geben, in welche Richtung das geht. Und wir werden hinterher diskutieren, welche Auswirkungen das auch möglicherweise auf die Gesellschaft an der Stelle hat. Er ist an der Stelle eine wirkliche Kapazität und wir sind wirklich froh, ihn heute hier zu haben. In den letzten 25 Jahren hat er unzählige Unternehmen aus dem Fortune 500, das ist also ein Index der 500 umsatzstärksten Unternehmen in den USA, beraten. Dazu kommen auch noch mal etliche Unternehmen aus dem DAX 30 und kleine und mittelständische Unternehmen, die er ins digitale Zeitalter begleitet und den Weg dahin auch geebnet hat. Er hat 2017 seine Digitalagentur verkauft, die er 2002 gegründet hat, und ist heute Inhaber einer Beteiligungsgesellschaft und Beratungsgesellschaft und investiert an der Stelle in Startups. Und er ist Speaker und Autor
und ist mehrfach ausgezeichnet worden vom Thinkers 360. Das ist ein weltweites Netzwerk für Business-to-Business-Experten zum Top 10 Global Thought Leader für digitale Transformation. Wenn man sich das alles so mal auf der Zunge zergehen lässt, kann man sich fragen, warum wir erst jetzt zusammengefunden haben. Und umso mehr freuen wir uns natürlich, dass er heute bei uns ist. Felix, wir freuen uns auf deinen Vortrag und die Bühne gehört dir. Vielen lieben Dank, Frau Bornemeyer, vielen lieben Dank, Philipp, für die warmen, einleitenden Worte. Auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen hier in die Runde zum heutigen Vortrag Future Technologies. Es gibt erst einen Impuls und anschließend dann noch eine Podiumsdiskussion mit dem Professor Dr. Werner Bruns, auf die ich mich auch schon sehr freue. Was mache ich? Was macht mein Unternehmen? Das haben meine Vorredner jetzt schon vorweggenommen. Wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, dass ich mich eigentlich seit 25 Jahren damit beschäftige, was für Trends gibt es im Bereich Technologie, im Bereich Marketing und wann sind diese Trends bereit oder wann ist die Gesellschaft und Wirtschaft bereit, um die Trends zu adaptieren. Am Anfang ging es im Kern darum, Trends in den USA zu identifizieren und dann, wenn Europa soweit war, die in den europäischen Markt reinzubringen. Heute geht es darum, eigentlich global Trends zu identifizieren und vom globalen Norden zum Teil auch in den globalen Süden zu exportieren. Da werde ich später auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Wenn wir in den Vortrag jetzt reinspringen, starten wir mit dem Fortschritt der letzten 50 Jahre. Auf der einen Seite sehen wir Willy Brandt, unseren Bundeskanzler vor 50 Jahren, oder mehr als 50 Jahren, und auf der anderen Seite unseren heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz. Und man mag sich darüber streiten, wie sich Politikstil seither entwickelt hat. Komme ich auch noch mal drauf. Was, denke ich, unbestreitbar ist, dass die menschliche Evolution jetzt keine großen Quantensprünge gemacht hat. Beide haben zwei Augen, Nase, einen Mund und zwei Ohren. Wenn man sich hingegen Technologie anschaut, hat sich Technik in den letzten 50 Jahren fundamental verändert. Ein Computer vor 50 Jahren wirkt heute für uns vollkommen wie aus der Zeit gefallen. Auf der anderen Seite seht ihr einen Ausschnitt von der Keynote von Apple zur Apple Vision Pro. Dazu werde ich später auch noch ein bisschen was erzählen, wie wir heute Technologie nutzen. Man kann also sprechen, wenn wir in diesem Politiker-Duktus bleiben, dass wir schon lange in der digitalen Zeitenwende stecken, die sich auch immer weiter beschleunigt. Und die Frage ist, wie ernsthaft gehen wir das an? Als Mensch, jeder, wie wir hier sitzen, als Unternehmen, als Bildungsinstitution, als Gesellschaft im Ganzen. Machen wir das als Wumms, als Doppelwumms, als Trippelwumms oder vielleicht auch nur als Wümschen? Tauchen wir so ein bisschen in den Rundumflug ein. Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die behaupten eigentlich alle, dass sie den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das ist was wir öfters in Frage stellen, deshalb auch dieses wirklich in Klammern. Und wenn ich den Vortrag hier vor Unternehmen halte, frage ich oft, wer benutzt denn von euch Google Analytics? Das ist der Ausschnitt, den ihr da hinten seht, euer Screenshot. Das ist ein Tool, mit dem ihr messen könnt, wie viele Leute besuchen eine Website, wie viel Zeit verbringen die auf der Website, welche Inhalte schauen die sich genau an, von welchen Quellen kommen die, über welche Suchmaschine, über welchen Suchbegriff und dergleichen mehr. Da gehen in der Regel sämtliche Hände hoch. Alles andere wäre offen gesagt auch grob fahrlässig. Das ist eine Technologie, die gibt es seit Ewigkeiten, das ist total basic. Wenn ich frage, wer das Tool hier kennt, SalesViewer, das ist ein Tool, was anonyme Besucher in konkrete Unternehmensleads umwandelt. Das heißt, in dem Tool Nummer 1 könnt ihr sehen, wie viele Menschen da sind, aber nicht wer konkret. Und größere Unternehmen haben feste IP-Adressen und diese feste IP-Adressen lassen sich in Unternehmensnamen umwandeln. Heißt, ich kann schauen, ach, bei mir auf der Webseite war nicht irgendein Unbekannter, sondern BMW, Volkswagen, Bayer, Deutsche Bank oder auch Mittelständler haben auch schon feste IP-Adressen. Bei der Frage gehen schon weniger Hände hoch in der Regel. Das sind beides so Tech-Basics, die uns schon seit langem erlauben. Das sind Stunts, die haben wir mit unserer Agentur schon vor 15, fast 20 Jahren gemacht, zu wissen, wer kommt da genau und Leute gezielt auf Seiten zu schieben. Also wenn wir wussten, da kommt ein Volkswagen bei uns auf die Seite, dann haben wir nicht gesagt, hallo lieber Besucher, sondern hallo lieber Volkswagen. Du bist jetzt schon zum 5. Mal in den letzten 4 Wochen bei uns auf der Internetseite, hast es immer noch nicht geschafft, bei uns anzurufen. Hier ist unser Kontaktformular. Das sind Sachen, die sind schon lange möglich, werden aber relativ wenig gemacht.
Dann ganz komme ich um den Bereich künstliche Intelligenz auch in dem Vortrag heute nicht drumherum, so das Thema, wo heute jeder drüber spricht. Das Interface werden viele von euch kennen, ChatGPT. Das kann ich auch hier mal in die Runde fragen. Wer von euch nutzt denn ein Tool wie ChatGPT, Midjourney, DALL-E und so weiter, regelmäßige Basis? Da gehen viele Hände hoch. Das ist auch in jedem der Vorträge, den ich halte, eigentlich so. Was spannend ist, ich sitze meistens vor Unternehmensentscheidern oder erzähle Geschichten vor Unternehmensentscheidern. Und danach gibt es oft so interaktive Sessions, wo man zusammenarbeitet. Und wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt, merkt man relativ schnell, dass die alle die Hand heben, aber alle oder die meisten noch nicht mehr als 3, 5 oder 10 simple Prompts eingegeben haben und eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was da auf sie genau zugerollt kommt. Wer von euch kennt denn das Unternehmen hier, Aleph Alpha? Ist auch ganz klassisch, da gehen schon immer weniger Hände hoch. Nächste Quizfrage, wer weiß, wie der Gründer und CEO von Aleph Alpha heißt? Eine Hand, sehr gut. Jonas Andrulis. Kleiner Schritt zur Seite. Das ist was mich als Felix, als jemand, der am Wirtschaftsstandort Deutschland und was wir digital auf die Straße bekommen, immer sehr beschäftigt. Dass hinter ChatGPT steckt das Unternehmen OpenAI. Das kennen relativ viele Menschen. Auch den CEO von OpenAI, Sam Altman, kennen relativ viele Menschen. Mit Aleph Alpha haben wir ein Unternehmen, ja, ich kann verstehen, dass nicht so viele Endkunden das Unternehmen kennen, weil ChatGPT ist eine Endkundenoberfläche, Aleph Alpha bietet eher B2B-Lösungen, sprich verkauft seine KI an Unternehmenskunden. Nichtsdestotrotz ist das ein Unternehmen, was sich nicht groß hinter OpenAI verstecken muss. Und Jonas Andrulis ist eigentlich ein Rockstar in der KI-Szene. Der hat auch lange in den USA gelebt, hat den Bereich KI bei Apple mit aufgebaut und mitgeprägt. Und wir haben so jemanden hier in Deutschland, und kaum jemand kennt ihn. Und das ist für mich so symptomatisch, dass wir oft in diesem Thema drin sind und sagen, Deutschland, wir verlieren unsere Innovationskraft. Aber es gibt viele Stellen, wenn ich mit Leuten aus Universitäten spreche, die sagen, das Problem ist nicht die Innovation, die Forschung. Da sind wir nach wie vor in vielen Bereichen noch sehr, sehr gut. Aber das Problem ist, die Forschung in Wirtschaft zu überführen, in skalierte Unternehmen. Sei es durch regulare politische Rahmenbedingungen, sei es durch finanzielle Rahmenbedingungen und dergleichen mehr. Auf der Webseite von der Stadt Heidelberg könnt ihr euch auch diesen Chat-Client im Live-Betrieb anschauen und werdet da feststellen, das ist kein großer Unterschied zu einem ChatGPT. Als drittes stelle ich in der Regel ein Tool vor, das nennt sich HeyGen. Das ist so eine Art Advanced Generative AI-Tool. Was macht HeyGen? Den Mann, den ihr da im Hintergrund seht, ist kein echter Mensch, sondern ist ein Avatar, ein digitaler Zwilling von einem Mensch. Und ich kann Inhalte in dieses Tool reinschmeißen und es generiert mir Videos daraus. Lippensynchron und mehrsprachig. Sprich, ich kann relativ simpel, wirklich High-Quality-Video-Content in einer beliebigen Sprache erstellen. Und wenn ich die beiden Trends zusammennehme, wir wissen, wer, wie, wann, wo sich in unserem digitalen Umfeld bewegt und ich habe über Generative AI-Tools, mit denen ich Inhalte on scale, also in Masse personalisiert erstellen kann, resultiert daraus der Trend der Hyperpersonalisierung. Heißt, jede von uns erhält vollkommen auf ihn, sie zugeschnittene Inhalte und Experiences. Als ich klein war und noch zur Schule gegangen bin, ist man montagmorgens auf den Pausenhof gekommen und am Wochenende hatte nahezu jeder den gleichen Film oder die gleiche Serie gesehen, weil es gab damals nur 3 Fernsehkanäle. Die sehr Älteren hier im Raum erinnern sich noch an die Situation. In den letzten 10 Jahren insbesondere haben wir gemerkt, dass so das Thema Social Media, Bubbles, Echokammern und Co. mit unserer Gesellschaft anstellt, wie wir eben nicht mehr diese zentralen Lagerfeuerelemente haben, die uns verbinden, sondern dass alles immer fragmentierter wird. Und dann kann man sich schon fragen, was macht so eine Entwicklung der Hyperpersonalisierung mit unserer Gesellschaft, wenn es eben gar keine Lagerfeuermomente mehr gibt, weil wir zum Teil den komplett verschiedenen Schauspielern, weil wir einfach verschiedene Präferenzen haben, wie Menschen aussehen. Vielleicht mit einer anderen Musik untermalt, in anderen Szenerien, mit anderen Handlungssträngen, weil der eine Person mag gerne ein Happy End und der andere vielleicht nicht. Also wo bleibt da das Bindeglied in unserer Gesellschaft? Wer von euch war denn heute Morgen schon oder heute im Verlauf des Tages im Internet? Illusorische Frage, da sollten alle Hände hochgehen. Wer von euch könnte mir denn 5 Unternehmen sagen, von denen er heute schon Werbung gesehen hat? Keine Hand, das ist in der Regel auch relativ normal.
Ihr werdet aber schon hunderte von Werbebotschaften gesehen haben, irgendwo auf einer Webseite eingeblendet, in der App, in eurem Insta, TikTok, whatever Feed. Ja? Sprich, die Menschen haben in der Regel nicht wirklich Bock auf Werbung oder nehmen sie kaum wahr. Kennt jemand von euch den Browser, der da hinten ist, Brave Browser? Oder benutzen vielleicht sogar? Ich sehe das ein oder andere nicken. Das ist ein Browser. Was macht den Charme dem aus? Einerseits, der ist relativ schnell und hat einen sehr guten Adblocker. Weil er viel Werbung ausblendet, werden Inhalte schneller geladen. Was aber der eigentliche Gamechanger bei Brave ist, ist das, was hinten dran steckt, der sogenannte Basic Attention Token. Was steckt dahinter? Wie funktioniert Werbewirtschaft heute? Ganz simplifiziert, ich als Werbetreibender möchte Menschen erreichen, ihr treibt euch auf irgendeiner Plattform um und ich bezahle Google, Instagram, TikTok oder wen auch immer, um meine Werbung dort auszuspielen. Ihr dürft die Werbung schauen, sonst nichts. Bei dem Basic Attention Token ist der Ansatz zu sagen, lieber Werbetreibender, du bezahlst die Plattform und du bezahlst euch alle, die die Werbung schauen. Weil letztendlich, was machen Unternehmen? Sie spielen Werbung aus und sie wollen eure Aufmerksamkeit. Es sind eure Daten, auf denen die ganze Werbeindustrie basiert, auf denen die Werbung personalisiert ausgespielt wird. Warum solltet ihr nicht einen Teil von dem Kuchen abbekommen? Das ist die Richtung, in die ein Basic Attention Token geht. Was so die Brücke schlägt zu, man spricht von Web 1, Web 2 und jetzt auch Web 3. Web 2 oder Web 2.5, das Modell, in dem wir heute leben, sieht simplifiziert so aus. Wir haben oben die GAFAs, also sehr zentrale Gatekeeper wie in Google, in Amazon, Facebook, Apple, Microsoft und Co., die sämtliche eurer Daten haben, eure Fotos, eure Sprachnachrichten, sämtliche Datenpunkte, wie ihr euch im Web bewegt und die auch sämtliches Geld verdienen. Und so ein bisschen paradox von der Entwicklung her, im Web 1, als das Internet erfunden wurde, ging es darum, ein dezentrales Netzwerk zu entwickeln. Es war militärisch getrieben, viele Server örtlich verteilt stehen zu haben, damit, wenn auf eine dieser Maschinen eine Bombe drauffällt, das Netzwerk immer noch funktioniert. Jetzt gibt es durch diese Gatekeeper, es gibt wenige zentrale Player, die einen sehr großen Teil des Internets abdecken, gerade in den USA eine Diskussion, die kreist so um, die nennen das Push the Button. Dass sie sagen, wir sind an einen Bereich gekommen, wenn ein Amazon sagt, wir schalten morgen Amazon Web Services ab. Das ist so die Cloud-Infrastruktur, auf der sehr viele Internetseiten beruhen, die ihr täglich besucht und sehr viele Services. Dann funktioniert das halbe Internet nicht mehr. Wenn Facebook sagt, wir schalten unsere Server aus, kein Instagram, kein WhatsApp, kein Facebook mehr und so weiter und so fort. Also es gibt wenige zentrale Player, die eine sehr hohe Macht haben. Zu einer Zeit, wo uns eigentlich versprochen wurde, es wird alles immer dezentraler. Jeder kann seine Inhalte überall distribuieren. Jeder ist ein Content Creator. Und das Web 3 möchte das wieder aufbrechen. Wie macht es das im Zentralen? Indem die Oberfläche, über die ihr in das Web reingeht, von den Daten getrennt wird. Man spricht in dem Zusammenhang auch, oder die letzten Jahre war oft so das Wording, dass man gesagt hat, Daten sind das Öl des Internets. Das ist das Schmiermittel, auf dem alles läuft, das, womit das Geld verdient wird. Jetzt gibt es neuerdings so eine Tendenz zu sagen, wir wollen ja los von den fossilen Energieträgern. Öl vom Wording her ist vielleicht nicht mehr passend. Wir nennen es irgendwie Energieträger. Ich nenne es nach wie vor Öl, weil ich glaube, dass das eine Entwicklung ist im Web, über die wir hinaus müssen und die wir loswerden müssen. So. Wie funktioniert dieses System? Es gibt eben nicht mehr wenige zentrale Player, à la den GAFAs, sondern es gibt A, B, C, D, wen auch immer, die um euer Eintrittstor ins Internet konkurrieren. Aber die Daten, die ihr generiert, gehören euch, wo ihr euch bewegt, was für Präferenzen ihr habt und so weiter und so fort. Sprich, die Wertschöpfung verteilt sich anders, wie man es eben an dem Basic Attention Token schon gezeigt hat, dass das einfach ein durchgehendes Modell wird. Auch dieses Thema Self-Sovereign Identity, SSI, also eure selbstbestimmte Identität, das ist ein Ansatz, dass, wie gesagt, die Daten bei euch liefen. Ich hatte letztens auf einem Hospitality-Kongress eine nette Diskussion, da meinte jemand, Felix, wir haben, also wenn du bei uns was buchst auf der Webseite und du gehst auf das Bestellformular, dann hat dein Browser doch so eine Funktion, wenn du deinen Vornamen eingibst, dann gibt er doch deinen Nachnamen und deine E-Mail-Adresse und deine Straße ein. Also das funktioniert doch heute schon. Wozu brauchst du dieses SSI? Da habe ich demjenigen entgegnet, dass ich gesagt habe, du hast es scheinbar noch nicht richtig verstanden. Ihr als Hotel, gerade wenn ich öfter zu euch komme, solltet mich eigentlich sehr, sehr gut kennen.
Aber die Realität ist, wenn ich in ein Hotel reinkomme, ist es meistens wie der erste Besuch. Und habe dem dann ein Beispiel erzählt. Bei uns gibt es ein Hotel, das besuchen wir einmal im Jahr. Da sind wir immer nur einen Tag. So, und es ist immer das gleiche Prozedere. Ich komme da mit meiner Frau und meinen zwei Kindern an. Sprich, wir wollen Familienzimmer. Wir gehen abends immer in dem Restaurant essen, weil es dann sensationelles Schnitzel mitten im Nirgendwo gibt. Und wir wollen jeden Abend, immer wenn wir da sind, um 19 Uhr einen Tisch haben. Und dann bringen wir die Kinder ins Bett. Ich fange jedes Mal wieder bei Adam und Eva an. Dabei wäre es eben über dieses Thema so leicht, dass ich sage, ich gebe euch die Daten bei meiner Bestellung frei. Die wissen, welches Zimmer ich habe, die wissen, wie alt meine Kinder sind, die wissen, wann vielleicht das Familienzimmer, was wir heute haben mit Stockbetten, vielleicht in ein anderes Zimmer umgewandelt werden sollte. Und ich muss denen auch nicht sagen, was ich bestellen will, sondern Schnitzel steht eigentlich schon auf dem Tisch, wenn ich da hinkomme. Der dahinterliegende Trend ist die Hyperdezentralisierung. Ich habe eben schon über diese zentrale Struktur oder dezentrale Struktur im Internet 1.0 gesprochen. Beim Web 3.0 geht es dahin, dass eigentlich wieder jeder Device, also euer Handy, euer Rechner, was auch immer, ein sogenannter Node sein kann, wie so ein Server, wie er heute im Internet steht. Sprich maximale Dezentralität und genau das Gleiche auch, was eure Daten betrifft, weil die, wie gesagt, bei euch liegen. Das führt das Web A zu seinen Wurzeln zurück und B stellt es auch sehr etablierte Wertschöpfungsmodelle in Frage. Ich habe eben nur kurz skizziert, wie Werbung heute funktioniert. Wir haben noch nicht über Finanzindustrie gesprochen. Wie finden Transaktionen außerhalb vom klassischen Finanzsystem statt? Wir haben noch nicht über Themen wie NFT-Tokenisierung von wertvollen Gütern gesprochen und dergleichen mehr. Nächster Punkt. Wie bewegen wir uns besser durch digitale Inhalte? Ich habe vor ein bisschen mehr als 25 Jahren angefangen, Webseiten zu bauen. Die sahen damals schon sehr ähnlich aus, wie Webseiten heute aussehen. Ja, da waren hässliche Icons drauf und ja, es gab noch kein Flat-Design. Aber von dem Basic, wie es funktioniert, war es damals schon erschreckend gleich, wie es heute ist. Meinen ersten Computer hatte ich, da war ich 8 Jahre alt, das war 1986. Das war ein Atari 520 ST, der hatte auch schon einen Monitor, eine Tastatur und eine Maus. So, auch das sieht heute oft nicht so viel anders aus. Jetzt gibt es erste Ansätze, gerade Apple hat die neue Apple Watch Ultra 2 eingeführt. Bei der ersten Version musste ich, wenn ein Anruf kommt, noch swipen, also Touchscreen-mäßig. Jetzt kann ich mit der Geste den Anruf öffnen. Also die arbeiten daran, wie kann sich die Mensch-Maschinen-Schnittstelle verändern. Haben dieses Jahr auch ein Device vorgestellt, der nennt sich Apple Vision Pro, auf den ich schon mal referenziert habe in diesen 50 Jahren Fortschritt. Apple ist sehr, sehr gut darin, bestehende Technologie zu nehmen und sie ein Quintchen besser zu machen. Das haben sie schon mit dem MP3-Player und dem iPod gemacht, das haben sie mit dem Smartphone, mit dem iPhone gemacht, das haben sie mit dem Tablet, mit dem iPad gemacht, das haben sie mit der Smartwatch, mit der Apple Watch gemacht. Und insofern gibt es so die Hoffnung, weil den Device, Augmented Reality, Virtual Reality, Extended Reality, wie auch immer ich dieses Kind nennen will, gibt es schon lange. Aber er ist noch nicht im Massenmarkt angekommen. Und jetzt gibt es so die Hoffnung auf den sogenannten Apple Vision Pro-Moment, dass Apple eben genau es schafft, diese Technologie über den Tipping Point zu bringen, dass mehr Menschen so mit Technologie interagieren. Ob sie es schaffen oder nicht, eine Frage, die ich gerne bei so Vortragen stelle, ist, ich habe eben schon erwähnt, ich habe zwei Kinder, die sind 5 und 6 Jahre alt. Wer von euch glaubt, dass wenn die im Erwachsenenalter sind, die noch einen Großteil ihrer Zeit vor einem Bildschirm, einer Tastatur und einer Maus verbringen werden? Einen Ketzer gibt es, zwei, drei Ketzer gibt es immer. Ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die anders mit Technologie interagieren werden. So, aber we will see, time will tell. Einen Schritt weiter. Technologie mit der Kraft der Gedanken steuern. Ihr seht hier einen Screenshot von einem Video von einer Firma, die heißt Neuralink. Wer von euch weiß, wer hinter der Firma Neuralink steckt? Gehen ein paar Hände hoch, Elon Musk. Elon Musk ist auch jemand, der sehr gut ist, Technologie, die es schon gibt, einfach ein bisschen neuen Twist, ein bisschen neu zusammenstecken und daraus was Neues zu kreieren. Und ein Marketing-Genie, einfach Stories zu erzählen, die weltweit in den Medien landen. Das Video hier von Neuralink, ihr seht einen Affen, der spielt Computer. Das Besondere dabei ist, wenn ihr ganz genau hinguckt, der Joystick von dem Computer, der hängt da gar nicht dran. Der Affe hat nämlich einen Chip in seinem Gehirn, mit dem die Hirnströme gemessen werden und anhand der Hirnströme der Affe das Computerspiel steuert. Es gibt aber Firmen,
die sind nicht so gut wie Elon Musk im Marketing und im Storytelling und auf der breiten globalen Medienbühne zu erscheinen, die aber schon entscheidende Schritte weiter sind, die nämlich vergleichbare Sachen schon mit Menschen machen. Hier ein Beispiel ist die Firma Synchron. Das ist oft aus dem Bereich Medizintechnologie getrieben, MedTech nennt sich das Ganze, wo paralysierte Menschen, sprich Menschen, die heute kaum noch mit der Außenwelt interagieren können, auf einmal wieder ein Tor zurück in die Welt aufgestoßen bekommen. Mit althergebrachten Technologien gibt es zum Beispiel so ein Device, den können die über minimale Bewegungen an ihrer Backe steuern. So. Und setzen damit mühevoll einzelne Buchstaben zu Wörtern und diese Wörter zu Sätzen und diese Sätze zu dem, was sie sagen wollen, zusammen. Das dauert unfassbar lange. Und für die Menschen ist das einfach ein unfassbarer Gamechanger, auf einmal wieder Kraft ihrer Gedanken mit der Außenwelt kommunizieren zu können, das in Sprache übersetzen zu können. Ihr seht hier einen Patienten, der komplett paralysiert ist, der surft im Web, der kauft online wieder ein, der kann wieder online banken, der kann ganz normal WhatsAppen und mit anderen Leuten interagieren. Das ist einfach ein krasser Sprung, den Technologie da heute schon ermöglicht. Der dahinterliegende Trend aus meiner Sicht ist die Hyper-Experience. Das heißt, wir konsumieren nicht länger Inhalte, sondern steuern und erleben die Inhalte. Und das teilweise sogar realer und intensiver, als wir es in der Realität machen, weil uns Informationen direkt an unseren Sinnesorganen vorbei in unser Gehirn reingespeist werden. Sprich, was macht unser Gehirnstand heute? Das nimmt Signale über unsere Sinne auf, sprich Tastsinn, Hören, Riechen, was auch immer. Und das Gehirn übersetzt diese Signale in eine bestmögliche Einschätzung, was wir sehen. Und diese ganze Übersetzung umgehen wir halt, wenn wir direkt zwischen Technologie und Gehirn interagieren. Dann taucht auch die Frage auf, werden Roboter Menschen ersetzen? Die Antwort ist, machen sie heute schon an ganz vielen Stellen. Das hier ist ein Lieferroboter aus Tallinn. Die fahren da schon seit Jahren rum autonom in der Straße und liefern Pakete aus, liefern Essen aus und dergleichen mehr. Wobei wir auch gar nicht so weit gehen müssen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Monheim war und da die selbstfahrenden Busse gesehen haben. Ist kein Roboter, aber wir können auch hier um die Ecke gehen und sehen das schon. Das ist ein Screenshot von einem Video von Boston Dynamics, wo Roboter miteinander tanzen und interagieren. So, Boston Dynamics ist eines der führenden Unternehmen, wenn es um Robotertechnologie geht. Das sind Sachen, die könnt ihr euch öffentlich anschauen. Viel von den Entwicklungen wird aus dem militärischen Bereich getrieben. Und ich denke, es ist nicht zwingend einer Verschwörungstheorie nahe kommt, dass im Bereich Militär vielleicht auch schon Roboter rumlaufen, die wir nicht alle auf YouTube anschauen können und es auch in so Einsätzen, wie sie jetzt gerade unter Umständen im Gaza-Streifen stattfinden, wenn die IDF sich tatsächlich entschließen sollte, da in diese Tunnelsysteme reinzugehen, wäre es relativ naheliegend, dass dort nicht zwingend erstens Menschen reinmarschieren, sondern Roboter vorgehen, wenn dort überall Sprengfallen rumliegen. Und zu guter Letzt, das ist ein Screenshot von einer Werksführung, da war ich vor ein bisschen mehr als einem Monat bei Würth. So, ihr werdet es nur schwer sehen können, das ist sind Kontrollscreens in so einem Kontrollraum, wo ein Logistikzentrum überwacht wird. Auf den Monitoren sieht man kaum noch Menschen. Warum? Weil immer mehr Roboter dort Tätigkeiten übernehmen. Warum machen die Roboter das? Zumindest laut Aussage des Logistikleiters. Gar nicht zwingend, weil die Menschen wegrationalisieren wollen, sondern schlichtweg, weil sie nicht ausreichend Personal finden, um ihre Sachen abzufertigen. Und wenn die Logistik stillsteht, dann kann Würth seine Produkte nicht mehr ausliefern, verdient kein Geld mehr. Also einfach ein neuralgischer Punkt. Im Moment zahlen die bei Robotik zum Teil noch drauf und könnten es günstiger mit Menschen machen, können es aber gar nicht mehr mit Menschen machen, weil in Bad Mergentheim, wo diese großen Logistikzentren sind, einfach nicht ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Sprich, da geht der Trend Richtung Hyperautomatisierung. Roboter werden an vielen Stellen Einzug in unseren Alltag erleben und Dinge automatisieren, ja, alltägliche Tätigkeiten. Ich hatte eben diesen Hospitality-Kongress erwähnt. Da wurde auch auf diese Roboter, die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, die fahren jetzt immer mehr in Restaurants rum, die so Tabletts ausliefern. Ja? Und das wird gerade hier so in der deutschen Industrie abgefeiert. Ich war 2019 in Japan im Restaurant, wo nur Roboter bedient haben. Da waren gar keine Menschen mehr drin. Und das war schon nicht mehr neu, als ich da drin war. So, das ist wieder so eine internationale Brille. Das Thema Climate Tech kriegt immer mehr Aufmerksamkeit zurecht. Da seht ihr eine Skizze von der Firma, an der ich beteiligt bin in den USA. Da geht es darum, emissionsfreie Häuser zu bauen. Das, was ihr an schwarz oben drauf seht, sind Solarpanels, sprich
Häuser, die komplett energieautark laufen. Und es gibt so diesen Ansatz der Smart City, der schlauen Stadt. Was relativ komplex ist, weil wenn ich es top-down mache, so eine Stadt ist eine sehr, sehr, sehr heterogene Systemlandschaft. Und unsere Idee war zu sagen, was passiert, wenn wir das bottom-up machen? Wir machen nicht eine ganze Stadt, sondern wir fangen einfach mit einem Block an. Kaufen den Block, bauen da smarte Häuser drauf, kaufen den nächsten Block, bauen da smarte Häuser drauf und verbinden diese einzelnen Blocks. Dann entsteht da vielleicht irgendwann ein Smart Fädel draus. Und aus diesen Smart Fädels vielleicht eine schlauere Stadt, als wir sie heute haben. Das hier ist ein Screenshot von einem Unternehmen, das nennt sich Enough Food. Was macht Enough Food? Die machen Fleischalternativen. Und die Fleischalternativen werden mit 93% weniger Wasser, 97% weniger Futter erstellt und generieren 97% weniger CO2-Emissionen, als wir sie heute mit Fleisch, Hähnchen und so weiter generieren. Der nächste Screenshot ist von einem Unternehmen, das nennt sich Scilab. Was macht Scilab? Scilab recycelt Lithium-Ionen-Batterien. Und das zu einem Effizienzgrad von 90%. Um euch so ein Feeling zu geben, was bedeutet 90%? Es gibt in der EU eine Rechtsprechung, dass, ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man 65% erreichen soll. Das machen die heute schon. So. Heißt, der Trend geht Richtung Hypernachhaltigkeit, dass technischer Fortschritt einen wichtigen Baustein im Kampf gegen die Klimakatastrophe bilden kann. Und versteht mich nicht falsch, da geht es nicht darum, irgendwelche verrückten Zukunftstechnologien zu entwickeln, mit denen wir irgendwie die Welt retten, sondern es geht darum, wir haben schon Technologien, die da sind, die schon funktionieren. Die Häuser, die ich euch gezeigt habe, die sind nahezu fertig, die werden Anfang des Jahres verkauft. Enough Food hat schon mehrere Fabriken. Unilever ist ein Kunde von denen. Scilab hat eine Fabrik in Aachen, wo schon Batterien recycelt werden, bauen jetzt gerade die nächsten Fabriken auf. Es sind keine Sachen, die wir neu erfinden müssen, sondern es sind Sachen, die wir einfach nur skalieren müssen. Gegen Widerstände in Politik, Regierung, Gesellschaft, Lobbyismus und so weiter. Also der Blocker an vielen Stellen ist nicht Technologie, sondern der Blocker ist der Mensch und menschliche Interessen. Das ist ganz nebenbei übrigens auch was, was ich in den 25 Jahren, ich führe neue Technologien in Konzerne ein, immer wieder festgestellt habe. Wer von euch weiß, was das ist? Einige Hände gehen hoch, ein Quantencomputer. Sehr versimplifiziert, was macht so ein Quantencomputer so besonders? Und mit dem im Hinterkopf, es gibt so einen Spruch, wer behauptet, dass er Quantenmechanik verstanden hat, bei dem ist offensichtlich, dass er es nicht verstanden hat. So, also man sollte immer mit einer gewissen Demut an das Thema rangehen und ich will es auch nicht überstrapazieren, sondern euch nur zwei zentrale Themen dabei mitgeben. Das eine ist, was macht den Quantencomputer so besonders, ist das Thema Superposition. Auch wieder da vereinfacht gesagt, traditionelle Bits sind eine 1 oder eine 0. Das heißt, 300 traditionelle Bits haben 300 Zustände. Ein Quantenbit, ein sogenanntes Qubit, kann gleichzeitig 0 und 1 sein. Und daraus resultiert, dass 300 Quantenbits schon mehr Zustände haben, als es Teilchen im Universum gibt. Das veranschauliche ich euch gleich auch nochmal auf einer nächsten Folie. Also lasst euch den Kopf an der Stelle nicht zu sehr verbiegen von der Aussage. Im Jahr 2019 hat Google mit einem 54-Qubit-Rechner eine Berechnung durchgeführt, für die der zum Zeitpunkt schnellste Supercomputer 10.000 Jahre benötigt hätte. Nur für den Fall, dass hier irgendein Quantencomputer-Geek im Auditorium sitzen sollte, ja, dieser Versuchsaufbau bietet berechtigte Angriffspunkte, aber an sich ist die Aussage einfach spannend und war eine Global News. Das ist die eine Ebene, wie funktioniert Qubit versus traditionelle Bits. Und das zweite ist das Wachstum oder die Geschwindigkeit vom Wachstum von Quantencomputern. Wir haben heute ungefähr einen 1000-Qubit-Rechner und Google sagt, dass sie Ende des Jahrzehnts ungefähr 1 Million Qubits haben. Es gibt so ein Gesetz, das nennt sich Moore's Law. Das hat den technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte skizziert. Ne, auch wieder vereinfacht gesagt, für den Fall, dass irgendwelche Spezialisten hier im Raum sitzen, bedeutet das eine Verdopplung der Rechenkapazität alle 2 Jahre. Der eine oder andere von euch wird auch diese Geschichte mit dem König, dem Reißbrett und dem Günstling kennen, wo der Günstling eine Belohnung bekommt und sagt, er möchte nur ein bisschen Reis. Auf dem Schachbrett 1 Reiskorn, auf dem 2. Feld 2, auf dem 3. 4, auf dem 4. 8, auf dem 5. 16 und so weiter.
Und der König denkt noch, ach, das ist aber ein bescheidener junger Mann, nicht wissend, dass auf dem 64. Feld eine Menge Reis liegt, die komplett Deutschland mit einem Meter bedeckt. Das wird gerne als Synonym genommen, dass einfach dieses exponentielle Wachstum unsere Vorstellungskraft sprengt. Wenn wir dem jetzt das Thema Quantencomputer entgegenstellen, also wir haben die Ebene Superposition, ich bin nicht 1 oder 0, sondern ich bin beides gleichzeitig, sprich ein Teilchen hat schon direkt zwei Zustände, und das Wachstum, wir verdoppeln nicht jedes Feld, sondern wir verzehnfachen jedes Feld. Heißt, auf dem zweiten Feld liegen schon 1024 Reiskörner, nämlich 2 hoch 10. Auf dem dritten Reisfeld liegt schon eine Zahl, die wir uns kurz auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben da die Tausender, die Hunderttausender, die Millionen, die Milliarden, die Billionen, die Billiarden, die Trillionen, die Trilliarden, die Quantillionen, Quantilliarden, sprich eine Quintillionen an Reiskörnern auf dem dritten Feld. Auf dem vierten Feld haben wir eine Zahl, ich weiß nicht, ob es hier jemand im Raum gibt, der eine Zahl mit mehr als 300 Nullen sagen kann, wie die heißt, ich kann es leider nicht mehr, also es übersteigt den mir bekannten Zahlenraum. Und wenn wir auf das fünfte Feld gehen, kann mein Computer, ein MacBook Pro, das schon nicht mehr rechnen. Und das ist der Unterschied an Geschwindigkeit, über den wir sprechen. Da liegen auf dem klassischen Schachbrett gerade 16 Reiskörner und auf der anderen Seite eine Zahl, die wir nicht mehr greifen können. Sprich, der Trend geht Richtung Hypergeschwindigkeit. Und wir haben gemerkt, wie in den letzten Jahrzehnten der Fortschritt unsere Gesellschaft, Wirtschaft ja an vielen Stellen schon überfordert hat. Und da ist einfach die Frage, wie gehen wir mit einer Entwicklung um, die absehbar nochmal wesentlich beschleunigt wird. Dann kann man sich fragen, was hat das alles miteinander zu tun? Heute sprechen viele Menschen über KI. Das ist auch was, was ich in den letzten 20 Jahren, wo ich mich mit Trends beschäftige, immer wieder beobachtet habe, dass wir dazu neigen, unseren Blick sehr zu verengen und uns nur mit einem Thema zu beschäftigen, dieses Thema total zu überhypen und aber auch den Blick aufs große Ganze zu verlieren. Deshalb auch so der Vortrag heute, denn es gibt noch viele andere Technologien, über die wir heute gesprochen haben. Quantencomputing, 3D-Internet, Web3, Robotik, Mensch-Maschinen-Schnittstelle, Brain-Computer-Interfaces. Über so Sachen wie Nanotech oder Biotech und so weiter und so fort haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch da gibt es super spannende Entwicklungen, die für viele nach Science Fiction klingen, aber heute schon im Labor Realität sind. Und der Punkt ist, dass sämtliche dieser Technologiefelder sehr eng miteinander vernetzt sind. Ein Fortschritt im Bereich künstliche Intelligenz hilft, Fertigungstechnik zu optimieren. Die Fertigungstechnik erlaubt uns, im Bereich Quantencomputer vorwärts zu kommen. Der Fortschritt im Bereich Quantencomputer hat wieder Auswirkungen auf KI, auf Biotechnologie, auf und so weiter und so fort. Also die Querwirkungen sind einfach sehr extrem. Der Trend dabei lautet Hypervernetzung. Sprich, ein Fortschritt in einem Technologiefeld kann unter Umständen eine Kettenreaktion an ganz anderen Ecken auslösen. Die Moral von der Geschichte. Ihr seht hier einen Screenshot von einem Unternehmen, an dem ich auch beteiligt bin, das heißt Agribora. Der Gründer von dem Unternehmen, Kizito, ist in Kenia geboren, in Kenia aufgewachsen, als er 18 war, nach Deutschland gekommen, hat hier in Deutschland studiert und da gesehen, was hier technisch alles möglich ist. Daraus hat er die Vision entwickelt, dass er gesagt hat, er will Afrika innerhalb seiner Generation an den Punkt bringen, wo der Kontinent sich selbst ernähren kann. Indem er einfach Hightech-Lösungen nimmt, wie Satellitentechnologie, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie und dergleichen mehr, das auf eine SaaS-Plattform, Software-as-a-Service-Plattform, in ein cloud-basiertes System im Web bringt und in einem Low-Tech-Umfeld, nämlich Kleinbauern, in Ostafrika zugänglich zu machen. So. Da stehen relativ viele starke Partner hinten dran, eine European Space Agency, eine Weltbank, eine Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannendes Unternehmen. Jetzt war ich im Sommer in Kenia, um mir das mal live vor Ort anzuschauen. Dann führt man einerseits Diskussionen mit Regierungsvertretern. Bei denen geht es um so Themen wie Food Security. Wie stellen wir sicher, dass wir in der jetzigen Anbauperiode ausreichend ernten, damit am Ende der Anbauperiode unsere Bevölkerung ausreichend zu essen hat? Und da helfen so Sachen wie, wir nehmen Satellitenbilder, lassen eine KI drüber laufen, können anhand der Biomasse errechnen, wie viel Ernte und Ertrag auf dem Boden liegt, welches Produkt dort geerntet wird, Kartoffel, Mais, Soja, was auch immer.
in Kombination mit Wetterforecast-Modellen die Bauern, die Ernte und so weiter optimieren können. Also mit denen kann man wirklich Diskussionen auf einem sehr, sehr hohen tech-spezifischen Level halten. Das Bild, was ihr da seht, ist sehr, sehr weit außerhalb, in Kisumu, glaube ich, wo wir Farmer vor Ort besucht haben. Und dann sitzt du dort mit Farmern zusammen und die interessiert Technologie überhaupt nicht. Sondern für die geht es um eine Frage und die lautet: Bring more money in my pocket. Wie schafft ihr es, mehr Geld in meine Tasche zu bringen, damit ich meine Familie ernähren kann? Der Trend dabei heißt für mich Hyperhuman Touch. Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu, kennen wir unseren Kunden oder nicht. Das ist toll, was wir an technischen Möglichkeiten heute haben. Aber wir dürfen den Menschen nicht nur nicht aus dem Blick verlieren, sondern müssen ihn immer wieder zurück in den Mittelpunkt setzen. Und das war schon in der Vergangenheit so, das ist jetzt so und mein Take ist, dass es in der Zukunft auch so sein wird. Das Ganze, diese ganzen Trends, Technologien, gesellschaftlichen Entwicklungen lassen sich eigentlich auf eine sehr zentrale Erkenntnis runterbrechen, die uns von Jägern und Sammlern, die in Höhlen gelebt haben, hier in das Poolhaus heute geführt haben. Und das ist die Erkenntnis, dass man Fortschritt nicht aufhalten kann. Wenn es irgendwas gibt, wo wir hingehen können, dann macht der Mensch das. Ja? Wir können es nur gestalten. Ich würde sagen, ich war selbst nicht live dabei, aber dass es auch in der Höhle schon viele Leute gab, die gesagt haben, nee, lass uns lieber mal in der Höhle bleiben. Hier ist sicher, wir haben Feuer, wir haben ausreichend zu essen. Aber es gab halt einen, der gesagt hat, nee, ich gehe da raus und guck, ob es hinterm Fluss noch irgendwas anderes gibt. Ob das ein Christopher Columbus war, wo Leute gesagt haben, sei mal vorsichtig, nicht, dass du hinten von der Scheibe mit deinem Schiff runterfällst, ja, und Amerika entdeckt hat. Landung auf Mond, ja, für Jahrtausende ein Traum der Menschheit gewesen, unvorstellbar. Inzwischen sind wir da und überlegen, wie wir zum Mars kommen. Um den Kreis zu schließen zum Anfang des Vortrags und so die, den Weg zu ebnen zu unserer Podiumsdiskussion, greife ich nochmal das Bild auf vom Anfang 50 Jahre Fortschritt, wo ich gesagt habe, menschlich, evolutionär, haben wir uns nicht groß verändert. Gesellschaftlich schon. In den letzten 50 Jahren haben sich viele Sachen getan. Gleichberechtigung Mann, Frau, wie wir mit LGBTQ+ der Community umgehen, wie wir eine multikulturelle Gesellschaft geschaffen haben, wie wir mehr Wohlstand generiert haben. Entgegen aller Unkenrufe, wenn wir rein zahlenbasierte Dinge nehmen, geht es uns heute besser als jemals zuvor. Ja? Demgegenüber stehen aber auch gegenläufige Entwicklungen. Wenn wir uns die Bilder hier angucken, ein Willy Brandt war auch vor meiner Zeit, für die meisten hier, also ich habe es auch nicht live miterlebt, sondern kennst du nur aus dem Geschichtsunterricht oder aus Erzählungen von meiner Oma. Das war einfach noch, das war eine Zeit des Aufbruchs, wo sich viel verändert hat. Ja, bei uns verändert sich heute auch viel, hat sich damals aber auch schon. Und wofür ist Willy Brandt bekannt? Für seine Politik der Osterweiterung, für Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen, für große neue Ideen an die Wand zu malen, entgegen vieler Widerstände innerhalb seiner Partei, der SPD, aber auch darüber hinaus. Es war nicht so, dass die Gesellschaft hip hip hurra geschrien hat. Er hat es trotzdem einfach gemacht, wurde mit dem Friedensnobelpreis 1971 ausgezeichnet und ganz nebenbei hat 1972 auch das beste Wahlergebnis der SPD aller Zeiten erzielt. Ja. So. Und heute leben wir in einer Welt, das soll jetzt keine SPD-Ampelkoalitions- oder wie auch immer Schelte sein, nicht falsch verstehen, aber in einer Welt, wo wir wieder wesentlich lokaler denken, wo es wieder heißt America first, wo es heißt China first, wo es an der einen oder anderen Stelle auch heißt Europe first. Und das in einer Zeit, wo wir vor globalen Herausforderungen stehen, Stichwort Klimakrise. Das Klima kennt keine menschgemachten Grenzen. Wir denken aber immer mehr wieder in Grenzen und ziehen neue Grenzen hoch. Sprich, innerhalb der Gesellschaft gibt es schon jede Menge Reibung. Und wenn ich jetzt diesen Block Gesellschaft nehme und den Block Technologie gegenüberstelle, gerade wir in Köln wissen, dass wir haben mit den Römern, die haben schon technisch Dinge gemacht, die wir im Mittelalter sehr, sehr lange Zeit, 1000 Jahre später, keine Ahnung hatten, wie die das damals so gut hinbekommen haben. Aber in der Neuzeit, in der Zeit, in die wir jetzt leben, kennt Fortschritt in den letzten Jahrzehnten nur eine Richtung und die ist vorwärts und das in einer krassen Geschwindigkeit. Und wie skizziert, die Geschwindigkeit nimmt zu. Und wenn man sich das wieder anschaut, sieht man, das erzeugt einfach sehr, sehr, sehr viel Reibung. Und wo viel Reibung entsteht, entsteht auch sehr, sehr viel Energie. Und die Frage ist, was
machen wir mit dieser Energie? Schaffen wir es, die positiv zu nutzen, um so große Themen wie Klimakatastrophe, wie Ungleichheit, Schere zwischen arm, alt, jung, alt, arm, reich, links, rechts und so weiter, also Gräben, die durch unsere Gesellschaft gehen und tendenziell gefühlt hier und da auch tiefer werden, zu bekämpfen? Ja? Oder schaffen wir es auch, so die ganz großen Fragen, wohin gehen wir mit unserer Gesellschaft? In welchem System leben wir? Wie entwickelt sich der Kapitalismus? Wie entwickelt sich eine Marktwirtschaft? Wie entwickelt sich eine Demokratie? In einem nationalen Kontext und auch in einem internationalen Kontext. Fragen über Fragen, die den Weg Richtung wir setzen uns aufs Podium bereiten. Insofern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt zur Diskussion und zu den Fragen. Genau, vielen Dank, Felix, erstmal für den sehr umfassenden Vortrag. Mir schlackern so ein bisschen die Ohren, vielleicht können wir die jetzt in der Diskussion ein bisschen beruhigen. Wir bauen hier gerade um und steigen dann in die Diskussion ein. Wo sollen wir uns für den Feed am besten hinsetzen? Position? Gut. Ich würde gerne ansteigen, Felix, mit deinem ersten Thema, 50 Jahre Fortschritt. Du hast angefangen, in der Vergangenheit hat man immer nach Amerika geschaut. Was sind so die Trends, was sind so die Entwicklungen? Warum war die USA da so ein, so ein Katalysator? Oder warum haben sich viele Entwicklungen aus Amerika gekommen? Ich denke, wenn wir einige Jahrzehnte zurückgehen, gab es noch so eine Art Systemkampf zwischen Ostblock und den NATO-Staaten. Also wenn wir uns anschauen, wie lief das Wettrennen ins Weltall, ja, dann waren Sputnik zuerst, das hat einen Sputnik-Schock in der westlichen Welt, in den USA ausgelöst. Das hat dazu geführt, dass das Raumfahrtprogramm dort angeschoben wurde und so weiter. Ziemlich genau aber jetzt zu der Technologiewelle Internet hat sich der Ostblock einfach aufgelöst. Also es gab diese Gegenspielmentalität nicht mehr. Kombiniert mit Entwicklungen, die auch schon vorher stattgefunden haben, Thema Silicon Valley und Co. Also dass ein Ökosystem in diesem Silicon Valley entstanden ist, was Innovation fördert. Ja, das ist auch was wir hier in Deutschland jetzt auch merken, dass wir sind da zwar später dran, aber es entstehen diese Ökosysteme. Es gibt Leute, die schon große Firmen gebaut haben und sich jetzt damit beschäftigen, anderen Menschen zu helfen, große Firmen zu bauen. Es gibt immer mehr Exits, damit gibt es mehr Leute, die irgendwie ein bisschen Geld in Startups investieren können und halt jungen Unternehmen und jungen Ideen helfen können, aufs Gleis zu kommen. Dann ist es kulturell so, dass es natürlich auch im asiatischen Bereich schon lange super spannende Entwicklungen technologisch gibt, da aber eine größere Sprachbarriere da ist. Also wir mit der Sprache hadern und zum Teil ja auch an die Netzwerke gar nicht rankommen. Stichwort China, wo einfach abgeschirmte, quasi länderspezifische Netze laufen und wir an WeChat hier in Deutschland nicht mitspielen können. So, also sind mehrere Ebenen, warum man lange in die USA geguckt hat. Man muss aber auch sagen, das bricht sich gerade sehr stark auf. Also ich habe über das Thema Afrika im Kontext mit Agribora gesprochen. Super spannend zu sehen, was da alles passiert und was an technischem Fortschritt, den wir hier zum Teil nicht so auf dem Radar haben, läuft. Ganz simples Beispiel, das Bild, was ihr eben dort gesehen habt, mit den älteren Menschen im Dorf, wirklich mitten im Nirgendwo. Ich kann dort überall jede von diesen Personen mit dem Handy bezahlen. So, ich war eine Woche in Kenia und habe kein einziges Mal Bargeld angefasst. Das würde ich in Deutschland nicht schaffen oder nur sehr schwer und von hinten durch die Brust ins Auge. Das ist in Asien genauso, also nicht mal dieses Jahr in Vietnam. Super spannend zu sehen, was da alles passiert. Also wo einfach junge Wirtschaften innovativ denken, technologieoffen, nicht Besitzstand wahrend, sondern für uns bietet das große Chancen, uns nach vorne zu bewegen, da mit Technologie anstellen. Insofern bricht das stark auf, aber historisch gab es einfach auch Jahrzehnte, wo wir sehr stark in die USA geblickt haben. Du hast ja auch gesagt, es geht sehr stark darum, den Menschen irgendwo im Mittelpunkt zu stellen und auch dafür zu sorgen, den Menschen an der Stelle nicht zu verlieren. Jetzt hattest du ein sehr einprägsames Beispiel von diesem Restaurantbesuch, wo quasi kein Kellner irgendwie mit dabei war. Werner, ich frage mal in deine Richtung, kannst du dir sowas vorstellen? Ja, ich habe es auch erlebt, also es gibt es schon wirklich, aber
Ich fand erstmal den Vortrag unheimlich spannend, der war sehr interessant. Ich habe mich dann gefragt, was mache ich jetzt eigentlich aus Sicht der Sozialwissenschaft damit? Weil ja immer die Frage kommt, die Technik, die wir jetzt erleben oder die wir erleben werden, was macht die eigentlich, das war ja die Frage, was macht sie mit dem Menschen und wie entwickeln wir uns damit? Und es gibt einen Wissenschaftler, der hat mal gesagt, was ich ein unheimlich gutes Beispiel fand, der Florida heißt, der hat gesagt, wenn wir heute jemanden, der verstorben ist in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, wach machen würden, ja, und der würde jetzt in die heutige Welt gehen, was würde passieren? Er würde unheimlich viel wiedererkennen, Fernsehapparate, Autos, Züge, Flugzeuge. Er hätte schon eine Vorstellung, dass der Mensch irgendwann zum Mond fliegt. Das heißt, bis auf Internet und das, was wir heute gehört haben, hat dieser Mensch, wenn er dann ins Leben treten könnte, heute eine Menge erlebt. Nehmen wir jetzt aber, was sich sozial verändert hat. Wir sind ja alle, also nehmen wir mal einige raus, aber was war in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts an sozialem Verhalten da? Man konnte nicht, heute unvorstellbar, als Studierende unverheiratet zusammenwohnen. Man hatte regelmäßig Sonntagskirchgänge, die heute keiner macht. Es gab Homosexualität, stand unter Strafe. Die Rolle der Frau war sozusagen ganz andere. Ich will damit sagen, die soziale Entwicklung, die wir haben, die ist nicht nur von der technischen Entwicklung getrieben, sondern sie hat immer noch einen eigenen Aspekt, der von kulturellen Verschiebungen zu tun hat, mit religiösen Vorstellungen, die wir haben, sodass man sagen kann, das muss man vielleicht mal vorab stellen, dass das, was Technik in uns im Sozialverhalten ändert, ist das, was sozusagen Technik auch reinträgt. Und trotzdem haben wir drüber noch andere Veränderungen. Nun ist es natürlich so, dass die Roboter in einem Raum, die servieren, uns natürlich verändern wird. Stellen Sie sich die Landschaft vor, in der wir heute leben, die ist von der Industriegesellschaft geprägt. Wir haben Flughäfen, Bahnhöfe, wir haben Straßen, wir haben an Infrastruktur eine Struktur der Industriegesellschaft, die natürlich so nicht mehr aussehen wird in ein paar Jahren. Und was bleibt dann übrig für den Menschen, der in solchen Umgebungen lebt? Der wird sein Verhalten anpassen, natürlich. Der Mensch passt sich an die Dinge, die er in die Welt setzt, am Ende auch an. Zwei Dinge, glaube ich, sind zentral, die sich durch die Technik verändern werden. Das eine wird die Kommunikation sein, weil wir kommunizieren ja nicht nur wir drei zusammen, sondern wir kommunizieren Mensch, Roboter, Mensch, Mensch, Mensch wieder Roboter. Das heißt, wir haben Kommunikationsketten, die sich völlig unterscheiden werden von dem, was wir jetzt im Kopf haben. Natürlich ändert das dann auch das Verhalten. Und so gibt es viele Dinge, die man natürlich der Technik zuschreiben kann und die auch das soziale Verhalten am Ende beeinflussen werden. Man kann ja sagen, die Technik hat dann immer tieferen Einfluss auch so in das Arbeits- oder in das Leben an sich. Ja, an vielen Stellen. Du hattest das Beispiel auch mit den Computerchips, die bei Behinderten im Kopf sitzen. Wo und was werden wir arbeiten zukünftig? Sehr spannende Frage. Also verschieden beantwortet. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird die Arbeitswelt sehr durch Automatisierung, neue Werkzeuge, die wir in bestimmten Berufen nutzen, verschoben werden. Es gibt zum Teil in so Beraterpräsentationen so eine Folie, die nennt sich, man hat immer gedacht, das geht auf den Blue-Collar-Worker, das sind so die Menschen, die in der Fabrik arbeiten. Und jetzt merkt man aber, oh, das geht ja an den White-Collar-Worker. Also derjenige, der mit Anzug und weißem Hemd im Büro sitzt, weil man eben so Dinge wie Prüfung von Verträgen, Kreativleistungen und dergleichen mehr viel automatisieren und schneller, effizienter machen kann. Wobei, wie ich auch schon aufgezeigt habe, ich glaube, dass der Blue-Collar-Worker da auch nicht von unbetroffen sein wird oder das auch heute schon stattfindet, dass da Dinge automatisiert und robotisiert werden. Und dass mit einer großen Geschwindigkeit vielen neuen Möglichkeiten stattfindet. Also gerade ihr, wenn ich an die jungen Menschen gucke, wie sich bei euch jetzt auch im Studium die Werkzeuge verschieben werden, die ihr zur Hand haben werdet, wenn ihr dann ins Arbeitsleben einsteigt, das werden andere Werkzeuge sein, als wir sie jetzt heute benutzen, in 3-4 Jahren. Ja? Ich komme ja so aus dem Bereich Marketing, Werbung. Wenn ich mir angucke, simples Beispiel, Marke entwerfen. Ja, da war ja auch bei euch bei dem Medienkongress war ja auch der Vortrag von Palmer Hargraves, wo die Geschäftsführerin vorgestellt hat, wie die heute einfach mal ein Skribbel von der Marke schnell entwerfen, Video dazu, ein paar Visuals und wie das in 1,5 Stunden eben mal schnell gemacht wird, was früher mehrere Leute für einen erheblichen Zeitrahmen beschäftigt hat. So, also das wird wesentlich schneller gehen.
Ich finde dann, wenn man so über Future und Mid- und Long-Term spricht, auch die Entwicklung ganz interessant, wenn wir mehrere Ebenen übereinander legen. Also das Thema, wie wird sich unsere Wirtschaft gezwungenermaßen durch Klima, Ressourcen, Austreten aus dem fossilen Zeitalter und so weiter verändern und den gesellschaftlichen Herausforderungen, die damit einhergehen. Und es gibt ja so die Theorie, dass wir auf eine Postwachstumswelt zusteuern. Also unser Planet, wir haben nur einen Planet, wir haben nur einmal die Ressourcen, es werden immer mehr Menschen, wir wollen immer weiter wachsen, das funktioniert nicht. So, mit simple Milchmädchenrechnung. Jetzt könnte man aber auch argumentieren und sagen, unsere Welt wird immer mehr virtualisiert. Also das, ich komme an den Bahnhof, ist das ein echter Bahnhof oder ist das ein Bahnhof im Metaverse, im 3D-Internet oder wie auch immer ich das nenne, den ich entweder durch ein Headset, wie wir es eben gesehen haben, besuche oder in dem die Informationen in meinen Gehirnchip direkt eingespielt werden. Das klingt für viele Leute eben nach so krasser Science-Fiction, abgedreht, 100 Jahre weg und totale, gibt's doch nicht. Nur wie gesagt, wir sind da technisch nicht so weit von weg. Diese Bausteine kriegen wir schon an einer bestimmten Stelle zusammengesetzt. Und was macht das dann mit unserer Arbeit, wenn wir quasi in Post-Post-Wachstum kommen, weil die Wertschöpfung mehr virtualisiert wird, weil wir Menschen mehr in virtuellen Räumen unterwegs sind, da viel klimaschonender unterwegs sind, da auch gewisse gesellschaftliche Probleme, die wir heute haben, anders adressieren können, weil wenn da letztendlich jeder in seiner eigenen Welt lebt, ihr lauft euch ja nicht mal über die Füße physisch. Und wenn ihr physisch vielleicht mal rumläuft, weil nur virtuell wird es gar nicht gehen, ist die Frage demjenigen, dem ihr begegnet, ist ein Roboter oder ein Mensch? Ja, wird man das noch irgendwann auseinanderhalten können? Ja, Stand heute ist das für uns unvorstellbar. Und es gibt diese Theorie, dass wir einfach eine Aversion haben gegen Roboter, die so sind wie wir. Wir möchten, dass Roboter anders aussehen als Menschen, dass wir wissen, das ist ein Roboter. Ansonsten macht er uns Angst. So. Aber die Frage ist, wird das immer so bleiben? Und so Dinge können sich halt auch in einer absehbaren Zeit ändern. Und dann ist die Frage natürlich, wie sieht Arbeit der Zukunft aus? Ein komplett anderes Game. Du hattest zwei Punkte angesprochen. Die Geschwindigkeit wird immer schneller. Und das andere ist die Bubble, ne? Dass jeder mehr und mehr so in seiner eigenen Welt lebt. Jetzt leben wir aber in einer realen Gesellschaft an der Stelle. Wir leben in der Demokratie. Die Demokratie hat in der Vergangenheit immer aus meiner Sicht gute Lösungen gefunden, aus gesellschaftlicher Perspektive, zumindest im Vergleich zu autoritären Systemen. Jetzt führt natürlich die Geschwindigkeit oder die Zunahme der Geschwindigkeit da auch zu einer gewissen Reibung. Werner, wie schätzt du das ein? Also ich glaube, dass die Zunahme der Geschwindigkeit dazu führen wird, dass wir zunächst mal große Ungleichheiten haben werden, weil der Zugang zu diesen neuen Möglichkeiten, der muss zunächst vermittelt werden. Menschen müssen das verstehen, ja. Und ich glaube, dass wir sozusagen da auch ein bisschen eine Spaltung erleben werden. Und die wird nicht nur gehen, sozusagen, dass man sagt, durch bestimmte Bildungsgrade, sondern ich glaube auch, dass die jüngeren Menschen, die diese technologischen Entwicklungen viel schneller aufnehmen können, also Sie alle, in den nächsten Jahren werden sie dann auch älter, es wachsen wieder Generationen nach, dass es sehr schwierig sein wird, dass, sagen wir mal, ein Generationenmatching stattfindet in den Unternehmen, weil die alle mit unterschiedlichem Wissen reingehen. Das kennen sie von ihren eigenen Kindern, die wachsen auf, sie arbeiten mit Technologien, kümmern sich um TikTok, alle möglichen Dinge. In 10 Jahren ist das nicht mehr die Welt. Dann kommen neue Generationen nach, die Welten werden größer und sich dort zu orientieren, führt natürlich auch zu einer Ungleichheit, wenn man sozusagen den Anschluss verliert. Ich glaube, das ist, sagen wir mal, in der Gesamtgesellschaft das größte Problem. Sehe ich auch so, dass diese Riesengefahr, was ich auch in dem Vortrag gesagt habe, dass diese Gräben, die wir heute, ob sie gefühlt oder real sind, kann man sich ja auch drüber streiten. Also es gibt auch gerade ein aktuelles Buch zu dem Thema, wo es darum geht, dass wir dieses Gefühl haben, dass die Gräben in der Gesellschaft immer stärker sind, was so Themen wie multikulturelles Zusammenleben, links, rechts, gibt es zu große Ungleichheit in der Gesellschaft und so weiter, dass wir da eine viel größere Überschneidung haben, als es wahrgenommen wird. Also auch dieses Medien, Dinge, die über Medien paradox laufen, also wie ist die Realität und wie ist die Wahrnehmung bei den Menschen. Aber nichtsdestotrotz besteht eben die Gefahr, dass Teile der Gesellschaft wirklich komplett auseinandergesprengt werden. Und wir betrachten das jetzt erstmal nur auf einer quasi hier Deutschland-Perspektive. Aber wie gesagt,
man muss es an bestimmten Stellen globaler betrachten, weil es die Sache einfach so eng miteinander verwoben sind. Wie gesagt, Technologie kennt keine Grenzen und es gibt bestimmte Dinge, wenn technischer Fortschritt in einem anderen Land stattfindet, bringt uns das unter Zugzwang. Ein Beispiel, was ich dazu ganz gerne erzähle, so technischer Fortschritt, dass es gibt nur so diese Klassiker-Statements, die auch aus dem Wirtschaftswoche-Interview kamen mit ne, Weltmarkt für 5 Computer von Thomas Watson oder niemand braucht mehr als einen 640 Kilobyte-Rechner von Bill Gates und so weiter. Aber das ist gar nicht das, worum es mir geht, sondern ein gutes Beispiel finde ich, das ist von Annalena Büchs, ein Mitglied aus dem Deutschen Ethikrat, die mal erzählt hat, 2018 hat der Deutsche Ethikrat getagt und sich mit dem Thema genetische Optimierung von menschlichem Leben beschäftigt und hat damals gesagt, das wird in 5 bis 10 Jahren wird das Thema unter Umständen Realität werden und unter der Prämisse wurde es diskutiert. Und während der Ethikrat getagt hat, wurden in China Tatsachen geschaffen und die ersten genetisch optimierten Babys zur Welt gebracht. Und es heißt einfach, es gibt global bestimmte Zusammenhänge. Du hast das Thema, wir hatten das Thema Demokratie. Ja. Wenn wir uns jetzt anschauen, ne, Konflikt globaler Süden gegen globaler Norden, wie sind Abstimmungen Ukraine-Krieg in der UNO, ja, wo wir in der ersten Welt sitzen und einfach nicht verstehen, warum folgen die nicht unserem doch so hehren Abstimmungs- und Gedankengut. Und wenn wir uns dann anschauen, Beispiel China, ne, also Skynet, die haben ja dieses Social Credit System, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, ja, die Daten sind auch schon wieder 1-2 Jahre alt, da waren es 500 Millionen Kameras, die im öffentlichen Raum verbaut sind in China, mit denen automatisch KI-basiert Daten von jedem Einwohner, gehst du bei Rot oder bei Grün über die Straße, hilfst du der alten Frau über den Zebrastreifen oder nicht und darauf basierend dein Social Credit System bekommst. Und dieses Social Credit System hat dann wiederum Einfluss auf, wie sieht es denn mit deiner nächsten Beförderung aus? Kriegst du einen Kredit? Wenn ja, zu welchen Konditionen? Und dergleichen mehr. Also das sind Systeme, auch wieder keine Fiktion und Dystopie, das läuft da schon. Wie kriegen wir sowas harmonisiert? Ja, wir sehen, ich sehe da hinten einen Finger. Einen Augenblick, ich komme nach vorne, weil die Online-Zuhörer können sonst nämlich nichts hören. Achso, super, vielen Dank. Mich würde mal deine Einschätzung interessieren. Und zwar, bei mir aus dem Kontext ist ja so, dass das Thema Regulatorik ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch immer ist. Da geht es darum, dass wir viele Dinge, du hattest das angesprochen, Personalisierung, wie gehe ich eigentlich mit Werbung und Marketing und so weiter um. Und wir haben ja das Problem, wir dürfen zum Beispiel komplett in der Branche ja keine Cookies setzen und nichts. Das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, einen externen Dienstleister zu nehmen, der dann die Möglichkeit hat, anders zu agieren, als wir das können. Und ich erlebe das im Moment als ein ganz, ganz großes Problem, dass wir gesellschaftlich hier in Deutschland zumindest da relativ schnell ausgebremst sind und damit natürlich auch ganz viel an Anschluss verlieren. Und gerade wenn sich so Technologien schnell skaliert entwickeln und exponentiell entwickeln, ist es natürlich auch ganz schnell so, dass man hinten dran steht und nachher dann irgendwann mit seinen Problemen oder mit seinen Themen gar nicht mehr up-to-date ist. Und da würde mich mal interessieren, ist das nur ein Phänomen, was ich so als aus meiner Bubble quasi erlebe? Ist das eher was, was auch in anderen Ländern ein Thema ist? Und wie kann man das in Zukunft vielleicht verhindern oder, ich sag mal, begleiten, dass wir da auch einen Schritt nach vorne machen können? Weil es ja letzten Endes ja dann doch im Kundeninteresse ist. Also es ist ja nicht so, dass wir das machen und dass die Leute damit ein Problem haben. Und ich habe viel mit diesem Gen-Z-Thema zu tun. Die haben damit überhaupt keinen Schmerz. Also die haben da kein Problem mit von der Kultur her, aber die dürfen es nicht, weil wir es regulatorisch gar nicht umsetzen können. Dazu zwei, drei anekdotische Antworten. Wir haben unsere Agentur irgendwann zu so einem pan-europäischen Konstrukt umgebaut. Also ich hatte die Agentur mit meinem ältesten Bruder gegründet, die saß in Deutschland und Amerika und irgendwann ist die größte inhabergeführte Digitalagentur aus UK auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir nicht so ein europäisches Konstrukt aufbauen wollen und sind dann Teil dieser Agentur geworden und da Mitgesellschafter und ja, Mitvorstand. Und in europäischen Themen war es oft so, dass Deutschland der attraktivste Wirtschaftsstandort war. Also eigentlich wollten die Unternehmen dahin, weil größte Kaufkraft und so weiter. Aber auf technologischer Ebene, wir machen einen Bogen drumherum und Deutschland machen wir als allerletztes, wenn überhaupt. Ja. Auch bei dem Beispiel Basic Attention Token. Ja. Tolle Technologie, tolles Verfahren, super Case. In Deutschland könnt ihr es nicht benutzen. In vielen unserer Nachbarländer schon. Warum? Wegen regulatorischen Themen.
So, da geht es dann um, das wird ein Finanzprodukt, wie wird es gerankt, KYC, AML, Anti-Money Laundry, also Anti-Geldwäschegesetz und dergleichen mehr. Ja. So. Wir hatten bei uns in der Agentur, die zweite Anekdote, um eine andere Facette drauf zu bringen, immer so ein All-Agency-Meeting einmal im Jahr. Dann saßen wir als Vorstand vorne auf der Bühne und saßen irgendwie alle Mitarbeiter von sämtlichen Standorten bei der Geschichte in einem Kino in London. Und wir haben vorne Fragen gestellt bekommen. Und da hat mich ein Engländer gefragt, Felix, das mit dem Datenschutz, also erklär mir das mal, weil das sind so viele Blocker und das ist doch blöd, was ihr da in Deutschland macht und. Dann habe ich ihm gesagt, du, ich erzähle dir mal eine Geschichte aus der deutschen Vergangenheit. Wir haben in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik eine sogenannte Rosa Liste gehabt. Damals war eben Homosexualität schon angesprochen, es war damals auch unter Strafe, wurde aber nicht verfolgt. Und diese Rosa Liste wurden einfach sämtliche Homosexuellen eingetragen, es hat aber niemand was mit dieser Liste gemacht, so, die Daten gesammelt. Dann kam irgendwann das Dritte Reich und die hatten die Liste. So. Und was dann passiert ist, ist traurige Geschichte. Und das ist einfach das, warum wir aus deutscher Sicht so sensibel mit Daten umgehen. Und das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, wenn wir über Wettbewerbsfähigkeit sprechen, was für Gefahren da auch hinten dran hängen. Ja, von was ist heute, was ist morgen in einem ganz anderen Gesellschaftssystem unter Umständen. Ja, und da einen gesunden Mittelweg zu finden. Wobei ich mir gerade bei diesem SSI-Thema vorstellen könnte, offen gesagt, es ist etwas naiv, aber ich kann es einfach nicht lassen, den Optimismus aus mir rauszubekommen, dass Deutschland an der Stelle eben genau durch diese Historie auch ein Vorreiter werden könnte. Und im Bereich, wenn wir sowas nehmen wie Unternehmen, haben da in der Regel im Moment kein Interesse dran, weil es einfach zu viele Player gibt, die zu viel Geld in dem bestehenden System verdienen und null Interesse an Veränderung haben und unglücklicherweise in Bereichen sind, die sehr, sehr stark lobbytechnisch connected sind. Aber im Bereich öffentliche Verwaltung, was passiert, wenn zum Beispiel heute ein Mensch zum Amt geht und Hartz IV beantragen möchte? Dann geht er ins erste Büro, füllt das Formular aus. Geht ins nächste Büro, füllt da das nächste Formular aus und fragt sich, das habe ich doch eben schon zwei Schreibstuben weiter ausgefüllt. Und das Formular füllt er x-fach aus. Ja, das dürfen wir nicht weitergeben wegen Datenschutz. Ist an allen Stellen mega ineffizient, ist für den Hilfesuchenden eine absolute Pein, aber auch für das Amt eine totale Selbstbeschäftigungsmethode. Könnte man drüber streiten, brauchen wir die, um unsere Beamten aktuell noch zu beschäftigen und wann kommt das, wenn die Personaldecke ausgedünnt wird, kommt dann irgendwann der Need gezwungenermaßen, weil wir ähnlich wie in der Fabrik nicht mehr die Menschen da haben, um die Anträge zu bearbeiten. Aber es wäre eben so ein starkes Hilfsmittel, dass ich als Hilfesuchender sagen könnte, ich habe meine Daten hier zentral gelagert, die sind mir SSI-mäßig, ich gebe dir, liebes Amt, Zugriff auf die und die Daten. Also dieses ganze Thema Digitalisierung, Verwaltung, wo wir in Deutschland einfach unfassbar hinterherhinken, wenn wir uns andere Länder anschauen. Und aber vielleicht wird diese absolute Schwäche, dreht die sich auch irgendwann in eine Stärke, wenn wir es einfach vom Scratch gut neu bauen würden. Und dann auch gute Technologie, made in Germany, historisch gutes Gütesiegel drauf. Und das wäre wieder was, was uns weltweit abgekauft werden würde. Oh, Datenschutz aus Deutschland, das können die. Absolut, absolut. Im Moment die Wertschöpfung, die zentral das Web am Laufen hält, kannst du hier nicht machen, die findet gezwungenermaßen regulatorisch in anderen Ländern statt. Und ist auch für dich als Werbetreibenden hier oft einfach von hinten durch die Brust ins Auge. Wir sind jetzt mit einem Fuß schon in der Diskussion mit dem Publikum. Ich hätte aber noch eine abschließende Frage, bevor wir dann in die Richtung weitermachen, an euch beide. Was sind die To-Dos? Wir sind ja am Standort Deutschland letztlich angekommen, einmal aus deiner Sicht regulatorisch und in Richtung Werner politisch und gesellschaftlich. Puh. Der Punkt ist, wenn es da den einfachen, hier sind Felix Holzapfel drei Punkte, die müssen wir nur beachten und die Welt wird besser, Plan gebe. So einfach ist es leider nicht, das ist mir auch sehr, sehr, sehr bewusst. Also ich weiß an vielen Stellen, ganz offen gesagt, was für Fragen ich stellen kann, aber die Antworten darauf zu geben, ist sehr, sehr, sehr schwer. Ich glaube, ein Ding, oder ich gebe mal so ein paar Ideen in den Raum. Ich glaube, was wichtig wäre, dass im Moment ist es ein sehr, sehr kleiner Kreis an Menschen, die Entscheidungen treffen, die uns alle betreffen.
Ja, ob das technologische Themen sind, ob das, wenn wir über Biotech oder wir haben eben über Zukunft der Arbeit gesprochen, wenn wir über Biotech sprechen, reden wir wirklich über Sachen, die gehen an, was definiert uns als Mensch. Ja, ich hatte das Beispiel genetisch optimiertes Leben gegeben. So, ist das gut, wenn so Entscheidungen von einer kleinen Gruppe von Politikern, Experten und Lobbyisten getroffen wird? Oder ist es gut, da einen partizipativeren Ansatz zu finden? Und Technologie bietet uns ja die Möglichkeit dafür, da es wesentlich partizipativer zu machen. Ja. Wir haben das Thema Regulatorik angesprochen. Ich bin jetzt auch nicht zwingend der Freund, regulatorisch alles aufzuweichen. Ich habe eben das eine Beispiel schon gegeben. Es gibt gewisse Dinge, wo es durchaus sinnvoll ist, zweimal genauer hinzuschauen. Und genauso gibt es aber auch Dinge, wo man sagen muss, es ist vollkommen überreguliert. Wer soll die Entscheidung treffen, wie bewegen wir uns da vorwärts? Auch wieder, ist es so ein kleiner Kreis oder kriegt man es irgendwie partizipativer hin? Und auch für diesen, für so Fragen Ungleichheit oder wie gehen wir mit Themen der Klimakatastrophe um? Ich wäre dafür, einfach radikaler, neuer zu denken. Da bin ich auch dann gespannt auf deinen, ne, Blick aus der politik-soziologischen Marschrichtung drauf. Es gibt ja immer wieder diese Blocker, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich habe irgendwie in den letzten 25 Jahren immer wieder gemerkt, es geht nicht, gibt es nicht. Es ist nur eine Frage, das will ich oder will ich nicht und habe ich die Ressourcen oder habe ich die Ressourcen nicht. So. Und dass man einfach bestimmte Dinge wirklich radikaler neu denkt. Also ob das Thema Ungleichheit, wie wollen wir unsere Gesellschaft strukturieren? Finden wir, dass die Gesellschaft ungleich ist im Bereich reich-arm? Ja, nein. Wenn wir sagen, ja, ist sie und wir haben heute ein System, wo wenige Menschen zum Beispiel viel erben, ein Großteil des Vermögens in Deutschland wird nicht verdient, sondern wird vererbt, ja, dann heißt es, ja, das können wir aber nicht machen, weil Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer, wie kriegen wir das bemessen, wie kriegen wir das, dann sind die ganzen mittelständischen Unternehmen, da brechen wir das Rückgrat der Gesellschaft. Technologisch gibt es da viele Möglichkeiten, wie ich sagen könnte, das kann man relativ einfach so machen. Es gibt die Diskussion CO2-Fußabdruck, ne? Ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft hat den ganz, ganz großen Abdruck. Bezahlen tun wir aber alle gleich. Ist das fair oder ist das nicht fair? Wenn es nicht fair ist, was machen wir damit? Und es wäre kein Zaubermittel. Wir tracken jeden Fußschritt von uns, zu sagen, du bist so und so oft dieses Jahr geflogen, du gar nicht, ergo du musst ein bisschen mehr bezahlen und du ein bisschen weniger. Du gehst vielleicht an eine Schule, die super ausgestattet ist, weil sie in einem Viertel ist, wo einfach soziodemografisch viel Kaufkraft ist, die gut durchfinanziert ist und so weiter. Du gehst auf eine Schule, wo noch die Kacheln aus den 60er Jahren an der Wand hängen. Ergo, du zahlst ein bisschen mehr, damit es der Schule da vielleicht irgendwann mal ähnlich gut geht wie deiner Schule. So. Das sind halt alles Dinge, wo es dann immer wieder heißt, ja, aber das geht ja an unsere Freiheit. Auch da will ich nicht falsch verstehen. Ich bin null ein Verfechter von irgendeinem autokratisch-diktatorischen System und liebe die Freiheit, die wir so haben und schätze die jeden Tag und bin dankbar, dass ich in der Geburtenlotterie dahin gepackt wurde, wo ich bin. Ja? Aber ich glaube auch, dass Freiheit ihren Preis hat und dass Technologie uns helfen kann, diesen Preis der Freiheit viel, viel besser greifbar zu machen und effizienter greifbar zu machen, um dann auch fair zu verteilen. Und da auch einfach ja, neuer zu denken und die Möglichkeiten, die Technologie uns da bietet, anders auszureizen, als es heute gefühlt in so einem Stillstandmodus ist. Also kritische Auseinandersetzung mit den Themen und ich weiß nicht, ob es Werner war oder du, der Mensch ist ein Stück weit die Bremse auch, ist Chance und Risiko zugleich, wenn man das die Themen anschaut, die du ausgeführt hast und auch das Beispiel vom Datenschutz mit ranzieht. Werner, wie ist es aus gesellschaftlicher Sicht? Ja, ich denke, der Vortrag hat doch gezeigt, da wirst du mir recht geben, der Prozess der Individualisierung nimmt zu, ja, durch technische Veränderungen. Mhm. Du hast Echokammern, all die Prozesse, wo wir uns auf uns als Person besinnen und ein bisschen das Soziale aus dem Blickwinkel verlieren. Das heißt, die Individualisierung führt dazu, dass wir es in der liberalen Demokratie schwer haben, sozusagen zu regieren, ja, einfach Entscheidungen zu treffen, weil jeder für sich um sein eigenes Ding einen Zaun zieht und sagt, das ist meine Welt. Das wird halt durch die Technik noch gefördert. Wir ziehen einen Zaun um das, was uns wichtig ist und sagen, das muss gemacht werden. Und dabei, die Soziologie sagt, in Momenten, die Umbruchphasen, wie wir jetzt haben, wird das Kollektivbewusstsein geschwächt. Das heißt, unser Gemeinschaftsgefühl
ist im Moment ein bisschen in die Krise geraten durch die Umbruchzeiten, und die technischen Entwicklungen führen noch dazu, dass wir uns halt organisieren, vielleicht nicht nur ich als Person, suchen noch einen Kreis darüber hinaus. In dem Moment ist es natürlich schwierig, egal wer regiert, wie kriegen wir die liberale Demokratie so weit, dass sie bei diesen Veränderungsprozessen, diesen Prozess der Individualisierung und der Rückführung auf Gruppen, auf Menschen oder auf Subkulturen, kann man auch sagen, wie kriegt man da noch eine Entscheidung hin, ohne dass einem das vor die Füße fällt. Das heißt, wir werden nachdenken müssen über eine Modernisierung der liberalen Demokratie plus natürlich, wie nehmen wir die Beteiligung der Menschen mit rein, ja? Die Möglichkeiten, die über Technik geboten werden, sich zu engagieren bei bestimmten Sachen, und zwar zum Positiven, wie du das genannt hast, ob das Klimawandel oder sonst was ist. Das heißt, diese Prozesse sind eigentlich das, was mir am meisten Sorge bereitet, aber am Ende meine ich schon, muss man optimistisch bleiben, weil ich denke, der Mensch löst die Probleme schon irgendwann. Vielleicht nur noch eine Anmerkung zum technologischen Entwicklung. Leider muss man zur Kenntnis nehmen, dass die technologischen Innovationen zwar immer noch aus den USA kommen, aber immer mehr, du hast Vietnam angesprochen, immer mehr aus dem Pazifikraum. Das heißt, unser Technikvorsprung in Europa, der geht gerade verloren. Damit haben wir natürlich auch ein wirtschaftspolitisches Problem. Wo wir noch stark sind, sind im Dienstleistungsbereich. Da werden wir durch die Roboter und so werden wir wahrscheinlich die größte Revolution erleben. Aber ich denke mal, das ist für mich das größte Problem, wie kriegen wir den Individualismus mit der Partizipation zusammen und der Mehrheitsentscheidung, die akzeptiert werden muss, damit die Gesellschaft uns nicht auseinanderfliegt. Eine ganze Menge Aufgaben, aber auch eine ganze Menge Chancen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Da hinten ist eine Frage. Ja, vielleicht nochmal Bezug nehmend auf das, was du gerade gesagt hast, Werner, noch eine Rückfrage. Also es gibt ja mal zwei Dimensionen. Also das eine ist, wir müssen selber Technologien entwickeln, irgendwie am Markt positionieren. Die andere Dimension ist, diese Technologien lassen sich ja, wie du eben gezeigt hast, auch ganz gut miteinander kombinieren. Also wo ist da der Schwerpunkt, den wir setzen müssen? Müssen wir selber tatsächlich Technologieführerschaft haben in KI oder geht es darum, wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln? Ja, wir tun leider im Moment, tun wir eigentlich alles, um uns selber abzuhängen, ja, von bestimmten Entwicklungen, weil natürlich bin ich auch für Datenschutz. Es gibt da nur so viele Regelungen in Deutschland, wir diskutieren ja gerade Bürokratie, dass es immer schwerer wird, sozusagen einen Vorsprung, den wir ja lange in Europa hatten, im Grunde seit der Entwicklung der Dampfmaschine waren die USA und Europa federführend bei vielen technologischen Entwicklungen, aber im Moment kehrt das so ein bisschen, die Amerikaner behalten es, sie werden wahrscheinlich, die Prognose ist bis 2040 ziemlich weit oben liegen, noch vor China, und dann kippt es, wenn nicht in China noch die demografische Entwicklung und andere Dinge denen vor die Füße fallen, kippt es um. Aber es sind viele Länder, die wir heute nicht auf der Rechnung haben, die aber morgen sowas wie Südkorea sind. Und ein Land ist Vietnam zum Beispiel, das kenne ich ganz gut, da haben sie Entwicklungen, die sind gigantisch, auch Erfindungen. Dann haben wir noch das Problem, nehmen wir mal Israel im Moment, wir haben ein Riesenproblem in Israel, die Europäer, weil viele Forschungsinstitute sitzen gerade in Israel, von großen Unternehmen, also Apple, aber auch europäischen Unternehmen. Das heißt, die internationalen, globalen Krisen, die hindern uns an vielen Dingen auch noch. Also die Welt ist sehr komplex geworden und ich denke mal, was auch ein bisschen zum Ausdruck bringt, man hat mal gesagt, auch wenn es wieder um Menschen zurückzuführt, auf Menschen geht, es gibt die, die jetzt globalisierungsorientiert waren, bevor das so ein bisschen gecrasht ist durch die Situation, und die, die gar keine Globalisierungserfahrung haben, zu Hause sitzen, keine Kulturerfahrung, keine globale Erfahrung. Auch die Spaltung, und diese Spaltung, die wird durch die Technik natürlich nochmal ausgeweitet. Die Frage, die jetzt kommen muss, die du gestellt hast, ist ja die, was tun wir? Also wir können eigentlich nur, ich weiß es manchmal auch nicht, es macht ein bisschen ratlos, weil man einfach sagt, wir waren immer gut, nicht nur wir Deutschen, auch die Franzosen, die Italiener und so weiter. Aber es ist im Moment schwierig, die liberale Demokratie auf der einen Seite und den wirtschaftlichen Erfolg auf der anderen Seite zusammenzubringen. Aber ich glaube immer noch, dass die alte Regel, den Menschen sind zufriedener, wenn du wirtschaftlichen Erfolg hast. Davon bin ich fest überzeugt. Das sieht man auch am Konzept China. Die Leute sind immer noch zufrieden, obwohl sie de facto keine Freiheit haben. Ja? Eigentlich völlig unverständlich. Ja, es gibt direkt eine Nachfrage nochmal.
Also vielleicht an dich, Felix. Also ich finde, das Unternehmen, was du eben vorgestellt hast aus Afrika, also das nutzt Technologie aus der ganzen Welt, also ein Founder aus der ganzen Welt beteiligt. Und ich finde immer diese Debatte zu sagen, welcher Nationalstaat ist jetzt führend in welcher Technologie, finde ich, der geht da ein bisschen zu kurz, wenn man ja sieht, dass es vielleicht diese internationale Kooperation mit schlauen Leuten, mit schlauen Technologien in einer spannenden Kombination ja gerade vielleicht sein kann, die eher diese großen, ich sag mal, transformativen Probleme, die wir haben, lösen kann. Also wenn wir jetzt sagen, wir konzentrieren uns jetzt wieder an den deutschen Wirtschaftsstandort und machen irgendwie unser eigenes Ding. Wie schätzt du das ein? Absolut, du sprichst mir sowas von aus der Seele. Ich hätte diesen Punkt, wenn du nicht die Frage gestellt hättest, hat es mir schon auf der Zunge gebrannt, genau in diese Kerbe zu hacken. Dass ich auch denke, wir haben unsere Sichtweise da viel, viel, viel zu sehr verengt. So, wir wissen in kleinen Teams, heute wird immer gebetet, wir sollen cross-disziplinar, cross-funktional arbeiten, weil diese Diversität bessere Produkte erzielt. So, das wisst ihr in euren Teams, wenn ihr an irgendeinem Projekt arbeitet. Wenn da fünf gleiche Leute sitzen, wenn da fünf verschiedene Leute sitzen und eine gewisse Reibung entsteht, wird das Projekt besser werden. So. Dann ist es doch eigentlich nur eine logische Folgerung, dass wenn wir Kulturkreise miteinander kombinieren und das nicht auf der Mikro-, sondern in der Makro-Ebene sehen, dass das genauso vielversprechender ist, wenn wir verschiedene Denkweisen übereinander legen. So, dann kommt, das ist jetzt quasi Felix gefährliches Halbwissen, weil ich mich da aus dem Technologie-Know-how rausbewege und eher meinen Blick auf Gesellschafts-Hobby-Soziologe, Sozialwissenschaftler drauf werfe, dass ich mich frage, wir haben jetzt Jahrzehnte an Wohlstand und Wachstum hinter uns. Und das hat unsere Gesellschaft geprägt und wie wir leben, wie unser Wertekonstrukt ist, wie die Gesellschaft funktioniert. Und denken aber, wir können diese Geschichte ewig weiterschreiben. Wohl wissend, dass es einfach logische Grenzen an dieser Geschichte gibt. Ja, wir haben schon über Umstellung von fossiler in Wirtschaft in was kommt danach gesprochen. Wir wissen, dass wir heute viele Probleme externalisieren, dass unser Wohlstand eben auch auf den Nicht-Wohlstand anderer Länder beruht. So. Ist das fair? So. Und wie geht man mit so Punkten um? Und müssen wir vielleicht auch als Gesellschaft, der Begriff Narrativ wird so überstrapaziert und inflationär aus meiner Sicht aktuell benutzt, aber müssen wir vielleicht ein anderes Leitbild als Gesellschaft auch kreieren? Weil heute streben wir ja danach, es ist immer noch diese Denke, uns muss es besser gehen. Aber was bedeutet dieses Bessergehen? Ja, wir denken das sehr, sehr materiell getrieben. Wir denken, ja, wenn ich jetzt heute mein Kind jedes ein Zimmer hat und das Spielzeug bekommt, dann müssen doch die Kinder von meinem Kind vielleicht jeder zwei Zimmer haben und drei Spielzeuge und so weiter und so fort. Also es ist einfach auf größer, weiter, schneller, mehr materiell getrimmt. Ist das gesund auf die Dauer? Und passt das in dieses System rein? Oder wäre es vielleicht gut, ein Leitbild zu haben, wo es auch um, weiß ich nicht, moralische, wie auch immer, Werte geht, dass wir uns, ne, dass dieses, wir fühlen, wir sind besser, ich bin selber ein sehr kompetitiver Typ und mir geht es immer darum, noch besser zu werden. Ja, aber es ist halt auch die Frage, dass man sich immer mal wieder hinterfragen sollte, in welche Richtung renne ich denn genau? Und dann auch wieder zu rennen wie ein Verrückter, finde ich, ist vollkommen in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob wir uns in dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten hinter uns haben, ausreichend oft wirklich zur Seite gestellt haben und geguckt haben, ist es die richtige Richtung, in die wir laufen? Das ist die nächste Frage. Vielen Dank. Die Frage kommt jetzt auch aus dem Land der Bedenkenträger, wo ich nun mal halt wohne und lebe. Du hattest gerade schon in die Richtung gerade ein bisschen die Antwort gegeben, aber meine Frage wäre nochmal die. Ich erlebe eine Welt, die momentan sehr von Technikern und Ingenieuren getrieben ist. Mhm. Würdest du das auch so sehen? Und müsste man nicht gerade vielleicht auch die Philosophen und Soziologen stärken und denen vielleicht auch ein bisschen die Macht geben, mehr mit am Tisch zu sitzen und auch mehr zu gestalten, so wie du es eben sagtest. Würdest du da zustimmen? Gefühlt ist jetzt nicht, dass ich da handfeste Daten habe, aber würde ich sagen, im Bereich Wirtschaft bin ich bei dir. Ja, das wird getrieben von Technologen, technikgetriebenen Betriebswirtschaftlern, aber eigentlich die erfolgreichen Unternehmen und die reichsten Menschen heute der Welt sind Leute, die einen Tech-Background haben. So. Wenn ich das aber auf dass den Blick, ich trete einen Schritt zurück und blicke auf die gesamte Gesellschaft, blicke auf Politik,
und Co., bin ich mir nicht sicher, ob ich der These folge. Sondern da habe ich das Gefühl, dass noch zu wenig Tech-Leute dran sitzen und eigentlich so ein Überhang ist, auch wenn ich mir Literatur oder Talkshows oder mediale Begleitung anschaue. Dann, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Yuval Noah Harari. Ich könnte ihm stundenlang zuhören, ja, also ein Historiker, Professor in Jerusalem an der Uni, der so Bücher geschrieben hat wie Eine kurze Geschichte unserer Menschheit oder Homo Deus, wo es genau um diese Verschmelzung Mensch-Technologie geht, der das aus einer geschichtlichen und sozialwissenschaftlichen Brille, finde ich, sehr, sehr gut darstellt. Und ich aber als jemand, der aus dem Technologiebereich kommt, an bestimmten Stellen merke, dass er halt kein Techie ist, dass er die Technologie nicht ganz durchdrungen hat und an bestimmten Schlussfolgerungen ich dann irgendwie sagen würde, to be discussed. Dasselbe, wenn wir auf Deutschland blicken, da haben wir einen Richard David Precht, ja, der uns die Sachen auf der Ebene irgendwie näher bringt. Jetzt mal den aktuellen Diskurs um ihn rausgekoppelt, aber von der Funktion her ist es relativ ähnlich. Und dann ist meine Beobachtung so in der Medienlandschaft, du hast Bücher und so Leute, die sind quasi massentauglich. Dann hast du in den Verticals jeweils Fachbücher. Also du kannst hier zu Quantencomputer, kannst hier von Chris Bernhardt die Basics des Quantencomputing reinpfeifen, dann weißt du ungefähr, wie es funktioniert. Das gibt es in jedem dieser Teilbereiche, gibt es ein gutes Ding. Aber das ist für eine sehr, sehr kleine Bubble der Gesellschaft irgendwie gebaut. Und ich glaube, A, dass an anderen Stellen, das ist zum Beispiel auch was, warum ich gerne diese technologiegetriebenen Diskussionen wie jetzt hier führe, weil ich einfach glaube, dass Menschen wie ich, die quasi einen Tech-Background haben und sich dieses, wie blicken wir auf Gesellschaft drauf, so hobbymäßig oder aus familiärer, wie auch immer, Historie draufgepackt haben, aber ich habe da keinen akademischen oder praktischen Hintergrund, durchaus auch mit an diesem Tisch sitzen sollten, weil auf der anderen Seite sitzen Leute, die sich aus dem sozialwissenschaftlichen, politischen, philosophischen, geschichtlichen Bereich bewegen, dort ihren Background haben und sich ein bisschen Technologie draufschaufeln. Und dass es gut wäre, wenn die Ebenen miteinander arbeiten. Plus, was ich auch gesagt habe, und da glaube ich wirklich dran, dass wenn wir das gesellschaftlich betrachten, das uns nicht richtig ans Ziel führt, wenn wir das in so einem exklusiven, elitären Kreis halten. Sondern wir müssen das öffnen, um halt die breite Masse der Gesellschaft auch auf diesen hyperschnellen Zug der Entwicklung mit aufzugleisen, dass einfach mehr Menschen Teil dieses Zugs und Teil der dahinterliegenden Entscheidung werden. Ja, das ist mühsam und ja, es ist einfacher, das andersrum zu machen, aber es ist einfach diese Gefahr, ich habe eben von dieser Reibung und der Energie gesprochen. Und man erzeugt da viel Energie und diese Energie, wenn man sie positiv nutzt, toll. Aber wenn man sie nicht richtig nutzt und zu viel Energie in den Körper reinpackt, dann macht es halt irgendwann Peng. Und das ist halt die Frage, schaffen wir es, das positiv zu kanalisieren, einen richtigen Mix aus den richtigen Menschen zu schaffen oder lenken wir den Kessel dahin, dass er irgendwann platzt? Tatsächlich doch nochmal eine zweite, und zwar kommt die nachher an dich, die Frage, Felix, aber die kam aus deinem Bereich, Werner. Du hattest das ja gerade gesagt, dass so gerade diese Socials ja so bubblegetrieben sind. Also man baut sich ja durch diese Personalisierung so einen kleinen Bereich auf und glaubt ja dann, dass das die gesamte Welt ist. Und das kriegen die Leute ja gar nicht mit. Und das ist ja dann im Moment gesellschaftlich die große Gefahr, dass man immer der Meinung ist, ich habe irgendwie allumfassend, also ich frage jetzt hier Google, aber dass Google da was anderes sagt wie da oder wer auch immer ich dann da benutze, TikTok, was auch immer. Und meine Frage jetzt in die Technologie, gibt es da denn schon so eine Art, ich sag mal, Gegentrend oder so eine Möglichkeit, wie man das versucht einzufangen und das auch irgendwie auch mit wirtschaftlichen Effekt auch zu unterfüttern, oder ist das tatsächlich wirklich so, wie es im Moment auch aussieht, dass das ein echtes Problem auch mittel- und langfristig wird? Ich würde da gerne noch was ergänzen. Gerade auch das Thema Fake News ist ja ein Thema, was ja die Rolle macht. Mittlerweile kann man mit künstlicher Intelligenz Bilder, Informationen ja schaffen, wie man das will. Den Aspekt würde ich gerne ergänzen an die Frage. Absolut. Also im Moment steuern wir leider den Zug genau in die Richtung, die skizziert wurde. Ja, also wir haben diesen Trend Hyperpersonalisierung, Individualisierung und diesen Clash mit, wie kriegen wir das mit unserem System und unserer Gesellschaft übereinander gelegt. So. Und so wie Monetarisierungsmodelle heute funktionieren, ist der Trend auch relativ klar gezeichnet. Das meiste Geld lässt sich verdienen, wenn ich die Sachen hundertprozentig auf eure Needs runterbreche, euch 100% Customized Produkte verkaufe, die genau auf eure Needs und so weiter zugeschnitten sind. Und ich weiß zum Teil mehr über euch, als ihr über euch selber. Und ne, da gibt es so viele Geschichten, ne, wo Prediction-Modelle Dinge heraussehen können aus Menschen, die Menschen über sich selbst nicht wissen. Und
Trichter ist eben die Frage, wollen wir das? Oder wenn wir es nicht wollen, müssten wir es in irgendeiner Form irgendwie regulieren. Die Technologie dafür wäre ja da. Und das ist für mich immer diese Frage, ne? Wie nutze ich Technologie? Aber auch, wie wollen es denn die Menschen? Denn es mag ja sein, dass ich sage, das ist schlimm. Aber auf der anderen Seite sagen wir ja, wir leben in der Demokratie. Und wenn die Mehrheit der Menschen sagt, ich möchte aber in so eine Welt, wo jeder nur noch sein eigenes Süppchen kocht und es gar keine gemeinsame Suppe mehr gibt, dann ist das eine demokratische Entscheidung, so traurig ich das auch finde. Dann ist auch wieder die Frage, wie gehen wir damit um? Schaffen wir dann verschiedene Parallelgesellschaften oder wie auch immer? Ja. Weil das ist ja häufig, ist das einfach nicht wissen. Also die Leute ist das ja nicht wissen, wenn ich für eine Dienstleistung nicht zahle, was auch immer, Facebook und so weiter, dann bin ich das Produkt und nicht der Kunde. Ja. Und das ist ja, also ich glaube, da fehlt ganz viel an Wissen. Also ist, glaube ich, nicht so, dass man jetzt sagen würde, wenn ich Leute frage und sage, naja, wenn ihr das wisst, wollt ihr das so? Dann sagen die alle nein. Aber ja. Es weiß halt im Zweifel nur eine ganz, ganz kleine Menge. Ja. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema elitärer Kreis. Und um wirklich Participation, also je mehr Leute ich dort einbeziehe, desto mehr muss ich vorher schon getan haben. Ansonsten habe ich ein großes gesellschaftliches Problem nachher. Und dieses Unwissen treibt zum Teil auch wirklich illustre Blüten. Auch da wieder eine Anekdote erzählt. Ich hatte letztens einen Diskurs mit einem, man kann wirklich sagen, querdenkenden Verschwörungstheoretiker per excellence, bei mir aus dem privaten Umfeld. Und der mir dann erklärt hat in dem Diskurs, ja, ich habe aber ChatGPT gefragt, was das bedeutet und habe mir da die Definition geholt. Da habe ich gesagt, ja, damit entblößt du dich schon dermaßen selbst. Wie soll ich dich ernst nehmen? Ja, du kannst ChatGPT für viele tolle Dinge nutzen, aber um dir eine Definition zum Thema XYZ abzurufen, ist ein Large Language Modell einfach das falsche Werkzeug. Ja? Aber selbst das wissen die Leute dann nicht. Und das war sogar so rum, stimmt, derjenige hat mir ein Video gezeigt von einem bekannten Verschwörungstheoretiker auf YouTube, der genau dieses Statement gemacht hat mit, ja, ich habe da das und das nachgeguckt und dann habe ich mal ChatGPT gefragt. Und ich mir dachte, okay, das ist also das, woran die glauben und wo du eigentlich denkst, merkst du schon selber, oder? Aber nein. Ja? Und das ist genau der Punkt. Wie kriegst du das wieder aufgebrochen? Gibt es vielleicht noch eine Frage aus dem Kreis der Studenten? Oder einen Eindruck? Ja, Felix, du hattest ja gesagt, dass du nicht glaubst, dass in geraumer Zukunft die Leute noch immer mit Tastatur, Maus und Bildschirm da hängen. Da wollte ich fragen, woran denkst du denn, was dann bald so die Zukunft sein wird und ob das jetzt wirklich die VR-Brille ist oder dieser Chip? Feine Differenzierung. Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht mehr da sitzen, sondern ich habe gesagt, dass sie nicht mehr den Großteil ihrer Zeit dort verbringen. Das ist für mich eine ganz wichtige Unterscheidung, weil wir oft dieses Thema haben, gerade wenn Themen so gehypt werden, dann heißt es immer, das ersetzt jetzt das. Ja? Wir haben schon dieses Lied, Video didn't kill the radio star. Ja? Die Analogie. Es ist einfach, sind Verschiebungen. Ja? Es wird nicht stattfinden von heute auf morgen, dass niemand mehr von der Tastatur an der Maus sitzt. Ich glaube, dass der Übergang sein wird aus so einer Mischung von Technologie, wie gesagt, eine Richtung, die Apple jetzt geht. Wohin das geht, who knows, weil genauso Menschen wie ihr diese Lösung noch weiter treiben und erfinden werdet, weil so Menschen wie ich, die heute so Sachen machen, in sehr tradierten Denkmodellen schon festhängen. Ich habe halt schon 45 Jahre Leben hinter mir und von den 45 Jahren 37 Jahre, wo ich vor so einem Computer sitze. Das heißt, ihr geht da einfach ganz andere Denkwege, als ich sie kann. Ja, was, glaube ich, auch ein Teil des Erfolgsrezeptes ist. Wie schaffen wir es, innerhalb dieser verschiedenen Schichten in der Gesellschaft gute Brücken zu bauen, dass man die Erfahrung, die Menschen wie ein Werner haben oder wie ich habe, gut mit dem kreativen Potenzial mergen, was ihr habt. Ja? Und ich glaube, dass das so eine Evolution sein wird. Ja, ich glaube, dass das erstmal Devices sein werden, die ich irgendwie tragen werde. Lustigerweise, du hattest das Beispiel Israel und Forschungseinrichtungen erwähnt. Als ich das erste Mal so mit der Startup-Welt in Berührung gekommen bin, das war so in den ziemlich genau 2000,
Da hat mir mal jemand von der Brille erzählt, damals, der Mensch war damals bei Compaq, eine Computerfirma, die wurde, ich meine, von Hewlett-Packard irgendwann gekauft, also war früher mal riesig. Und der hatte mir damals schon von der Brille erzählt, die er in Israel in so einem Forschungslabor aufhatte, die mit einem Laser die Sachen direkt auf die Netzhaut projiziert hat, also wo er gar keinen Screen hatte. Da reden wir über 23 Jahre, wo das schon als Prototyp in Israel in irgendeinem Studio war. Ja? Und also dieser Weg scheint irgendwie dahin gezeichnet, dass es so ein bisschen Ready Player One mäßig ne, wird, dass wir so in virtuelle Welten eintauchen. Ne? Das sind gewisse technische Gaps, über die wir noch drüber müssen. Oder wird es halt auch dieses, wir kommen gleich zu deiner Frage noch einen Schwenk, ja, wie es auch Apple jetzt ja macht, erstmal geschickt mit diesem eher Extended Reality Ansatz, wo du nicht so einen harten Bruch gibst, sondern eine sanftere Evolution machst. Ja? Kann man sich auch wieder drüber streiten, ne? Also dieses Modell, du siehst meine Augen hinter der Brille, wenn du in den Raum reinkommst, damit du das Gefühl hast, ich gucke dich an und hänge nicht in irgendeiner anderen Welt drinne und so. Aber ja, mache ich halt zum Teil dann. Aber ne, diese, ich habe große Screens, die ich in meinem Raum bewegen kann. Und wenn ich nativ mit dieser Technologie aufwachse, sprich, wenn so ein Device erhältlich ist, wird er bei mir wahrscheinlich zu Hause rumliegen. Meine Kinder werden den in die Hand nehmen. Mit 5, 6, 7 Jahren ist das für die Technologie, wie sie funktioniert, ne? Wie die Anekdoten, dass die Kinder, das habe ich selber auch schon live gesehen, eine Zeitung haben und ne, dann probieren, das Bild zu vergrößern. Ja? So, ja, das ist einfach ein ganz anderer Umgang mit Technologie und ich glaube, da wird das hingehen. Und dann aber genau auch das Thema, was Werner eingespielt hat, dieser Graben zwischen alt und jung. Erklär das mal meinem Vater, ja? Der ist 78, der wird mit so einem Extended Reality Device in dem Leben wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel anfangen können. Ja, und wie kriegst du das dann übereinander gelegt, wenn Enkelkinder von der Welt sprechen, die die Großelterngeneration vollkommen für böhmische Dörfer hält? Ja, und ja. Insofern springen wir zu deiner Frage. Eine Sekunde, Moment, ich komme mit dem Mikrofon. Zu deinem Vortrag, Felix, was ich nicht ganz verstanden habe, woran scheitert denn die Kommunikation zwischen Technologie und Wirtschaft, weshalb wir diese Innovation, die es in Asien und in den USA vermehrt gibt, nicht in unserem Alltag, zumindest in Deutschland, umsetzen können? Auch wieder viele Brüche. Wir haben schon das Thema ne, Datenschutz angesprochen, also es gewisse Modelle gibt, die quasi der Grundstoff sind, die du hier einfach regulatorisch nicht umgesetzt bekommst. So. Dann hast du hier eine Gesellschaft, ich glaube, dass das fast der Haupttreiber ist, dieses Besitzstandswahrung und salopp gesagt, auch ein bisschen auf dem hohen Ross sitzend. Ja, dass wir denken, ach, uns geht's ja gut und warum denn groß verändern und eigentlich läuft doch alles. Das siehst du auf Unternehmensebene. Ne? Das ist auch zum Teil mein Job, wofür mich Unternehmen buchen, dass sie sagen, also wir im Vorstand, wir wissen, dass wir auf eine Wand zufahren. Aber ne, wir haben aktuell immer noch das erfolgreichste Umsatzjahr jedes Jahr. Wir kriegen das in die Organisation nicht rein. Ja, wie soll ich das den Menschen verklickern? Also kannst du mal vorbeikommen und irgendwie ein bisschen einen Baum schütteln, dass die verstehen, was da auf uns zugerollt kommt. Ja, so ein bisschen dieses Prophet im eigenen Haus, dem glaubst du nicht so richtig. Ja, also, und wenn ich dann nach Vietnam gehe, die sind noch sehr basic da. Und ich habe mich da mit einem Menschen unterhalten, ganz spannender Typ, der hat den ersten Internet Service Provider in Vietnam gegründet. Hat er gemeint, ja, damals war dann so, wir machen jetzt hier das Internet, weil alles staatlich gelenkt und ich hing natürlich total unter der Fuchtel von der Regierung. Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie halt bei denen heute, ne, wie es vorwärts geht. Dann hat er gesagt, das ist super spannend, weil du hast halt eine super vibrant Community, es gibt viele junge Menschen, wir sind jung und die jungen Leute, die sind hungrig. So. Dann, heute ist das noch sehr zerbröckelt, weil wir die Herausforderung haben, viele von den High Potentials gehen bei uns weg. Die wandern ab. Zum Beispiel die vietnamesische Community in den USA, ich glaube, das war in den letzten 10 Jahren oder sowas, hat sich verdoppelt. Ja, also die Leute, die wirklich, wirklich gut sehen, nehmen das Ticket und gehen doch noch irgendwo anders hin. Das nächste Thema, Korruption. Auch in vielen von den Ländern noch ein riesen Baustelle, dass du einfach wirtschaftliche Blocker hast, weil alles so korrupt ist. Und das Letzte, das er meinte, du hast einfach durch diese Faktoren wenig Leute, die wirklich wissen, wie du Unternehmen baust. Ja, du hast diesen Drive, du merkst überall unter der Motorhaube, jeder Kolben ist am Brennen und du kriegst aber die Energie noch nicht so richtig katalysiert. Quasi jeder kleine Store ist schon ein kleiner E-Commerce-Player, aber die kriegen die digitalen Skaleneffekte nicht übereinander gelegt. So. Und ne, das haben wir in Deutschland nicht in der Form. Ne, das ist ein Faktor, wo wir abgehängt werden.
Dann die Themen, die wir schon gestriffen haben. Ne? Wie sind politische Entscheidungsfindungen? Wie nimmst du Politik mit? Wie ist das strukturiert? Wie ist auch unsere Wirtschaft strukturiert? Was sind an lobbyistischen Themen? Dann dieses Klassikerthema Deutschland Innovationskraft. Das hat uns früher bei der Agentur auf den Wahnsinn getrieben. Ja, dann kamen die Unternehmen und haben gesagt, also macht mal was richtig Innovatives, lasst es mal richtig krachen. So, dann kamen wir denen mit, ne, okay, wir nehmen den Baustein, bauen das zusammen, machen, hot, irgendwelche Sachen zusammen gehackt. Und du wusstest aber vorher schon immer, die werden es eh auf keinen Fall machen, sondern es wird die Antwort kommen, ja, sie müssen uns vorher aber zeigen, so Proof of Concept, dass das funktioniert, bevor wir sie dafür bezahlen, dass sie es uns bauen. Also, wenn ihr es innovativ wollt, dann ist das per Definition was Neues. Dann können wir euch nicht vorher sagen, dass es funktioniert, das werden wir dann gemeinsam rausfinden. Und ne, also du hast noch eine sehr tradierte Denke an bestimmten Stellen und auch wieder dieses ne, Besitzstandswahrende. Demgegenüber ist aber auch nicht alles so schlecht, wie man irgendwie denkt. Das habe auch dieses Beispiel mit Wirt reingebracht. Ja, wo man eigentlich denkt, Wirt, auch als ich da vorher hin bin, ne, ich war da auch für einen Vortrag gebucht und gedacht, Schraubenhersteller. So. Dann komme ich in dieses Logistikzentrum und lerne, nee, Schraubenhersteller, das waren die mal. Die sind eigentlich Serviceanbieter. Die haben so viele Datenpunkte, wie sie messen, welches Schräubchen in welcher Kiste liegt, dass es nur darum geht, Schrauben, Zyklen und Lieferketten zu optimieren, dass du den optimalen Lagerbestand in deiner Kiste hast, das rechtzeitig geliefert wird und die Lieferkette zwischendrin stimmt und die inzwischen wahrscheinlich schon mehr Geld mit dem Service verdienen, den sie hinten dran haben, als mit ihren Schrauben. Also wir haben super viele Unternehmen, die auch sehr, sehr innovativ in Bereichen, in bestimmten Bereichen sind. Nur in bestimmten Bereichen, die das sind Bereiche, die heute sehr erfolgreich sind. Aber was ist mit den Bereichen, die morgen und übermorgen sehr erfolgreich sind? Ne, Abhängigkeit, Automobilindustrie, erneuerbare Energien. Eine Zeit lang Weltmarktführer gewesen in dem Bereich, uns genau zur falschen Zeit aus der Hand gegeben, auch wieder aus politisch getrieben. Ja, das war nicht wirtschaftlich getrieben. Und ne, also gibt es einige Blocker, warum wir es nicht hier hinbekommen. Und auch wieder leider nicht den einfachen, hier sind Felix drei super weise Ratschläge planen, wie wir das irgendwie aufbrechen. Aber aus meiner Sicht ein essentielles Thema, an das wir ran wollen, müssen, wenn wir uns fortbewegen wollen und wenn wir uns ja, irgendwie gut kompetitiv weiterentwickeln wollen. Die Brücke schließend aber auch zu dem, was ich gesagt hatte, mit vielleicht auch nochmal zu justieren, in welche Richtung laufen wir denn, was unsere Werte angeht. Blick auf die Uhr, müssen wir allmählich zum Ende kommen. Ich denke aber, Felix, du bist auch gleich noch hier und kannst dir eine oder andere Frage aus dem Publikum noch entgegennehmen. Erstmal vielen Dank an euch beide für die Ausführungen. Ich glaube, wir haben viel Licht, auch ein bisschen Schatten oder auch eine ganze Menge Schatten gesehen. Und es wird insbesondere, du hast es auch in deinem Vortrag gesagt, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen oder steht am Ende des Tages im Mittelpunkt, damit es eine erfolgreiche Innovation wird. Und darum wird es dann auch in den nächsten oder in der Zukunft gehen, entsprechend den Menschen mitzunehmen auf dem Weg, der da vor uns liegt. Da gibt es sicherlich gesellschaftlich einige Veränderungen, die durch den technischen Fortschritt auch getrieben werden und auch einige Handlungsfelder für die Politik oder wahrscheinlich sogar eine ganze Menge Handlungsfelder in der Politik. Und der Schlüssel letztlich liegt in der kritischen Auseinandersetzung, in der Abwägung, in der gesellschaftlichen Abwägung, wo es auch dann entsprechend darum geht, nicht nur das Individuum im Auge zu behalten, sondern letztlich auch das gemeinsame und gemeinschaftliche Interesse nicht aus den Augen verlieren. Insofern vielen Dank bis hierhin. Wir haben eine Kleinigkeit auch noch für dich. Wir sind ja hier im Poolhaus und haben hier einige an durchaus auch innovativer Technik, die man hat. Also man kann es nicht sehen, aber da hinten sind Drehbänke und auch 3D-Drucker und da gibt es auch so ein Lasergerät und damit kann man hier ganz toll auch Holzkisten signieren. Insofern überreiche ich dir das als Dankeschön. Vielen Dank. Und damit gilt natürlich auch unser Dank dem Poolhaus, dass wir hier heute sein durften. Und nicht zu vergessen auch allen Ihnen, die ihr hier vor Ort seid und an die Zuschauer, die online dabei waren. Vielen Dank. Vielen Dank.